Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur-Talks. Mein Name ist Christian, a.k.a. Mr. Nicewatch. Und ich habe heute hier virtuell zugeschaltet einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Er ist Influencer, er ist Unternehmer, er ist Model, aber auch Uhrenliebhaber. Auf seinem Instagram-Account erreicht er derzeit, ich glaube, mehr als 210.000 Follower weltweit. Zusammen mit seiner Freundin, die ebenfalls erfolgreiche Influencerin ist, sind sie dieses absolute Social-Media-Vorzeige-Couple. Mit seinem Startup war er 2020 bei der Höhle der Löwen dabei und hat dort sogar den deutschen Unternehmer Ralf Trümmel für sich gewinnen können. Und wir werden heute zusammen über die Themen Lifestyle, Mode, Marketing, aber vor allem auch über Uhren sprechen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Uhr-Talk, Philipp Demel. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe dir zu danken. Ich freue mich echt, dass du dafür oder dass du gesagt hast, hey, du bist gerne mal dabei. Ich hatte dich ja da angefragt. Wir standen ja schon zuletzt immer mal wieder über Instagram so ein bisschen in Kontakt. Und ich wollte schon länger mal eigentlich was machen, so gerade so diese Richtung irgendwie Fashion, Lifestyle, auch gerade in Kombination mit Uhren. Und ich glaube, da kannst du jede Menge berichten. Und ich glaube, wir können heute über ganz, ganz viele Themen sprechen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt schon zu tief am Anfang jetzt in die Themen reinstarten, lass uns mit unserem Audio Wrist Check anfangen. So beginnt jede Folge bei uns. Und mich würde jetzt interessieren, was trägst du denn heute am Handgelenk? Sehr spannend, sehr spannend. Also ich trage heute meine Tudor Royal 41 mm Black Dial. Und ja, das ist auch tatsächlich meine neueste, naja, nicht ganz neueste Uhr, aber die habe ich mir erst vor ein paar Monaten gekauft. Die ist ja auch, glaube ich, noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und ich glaube, in Deutschland auch noch gar nicht so easy zu bekommen. Und das war für mich jetzt so eine richtig tolle Alltagsuhr, die ich wirklich gerne jeden Tag trage. Und die trage ich jetzt gerade auch. Wie bist du auf die gekommen? Also warum hast du genau die gewählt? Also ich meine, die ist ja letztes Jahr, glaube ich, vorgestellt worden und ist seit Herbst letzten Jahres, meine ich, sowas in Deutschland irgendwie erhältlich. War, glaube ich, zuvor auf dem asiatischen Markt erstmal eine Zeit lang exklusiv irgendwie verfügbar, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Und ist echt, ich finde die eine coole Uhr, aber ist ja vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt so die erste oder so die typische erste Uhr, die man sich jetzt irgendwie so holen würde. Ich weiß, du hast ja auch noch andere Sachen in der Sammlung, kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Aber wie kam es dazu, dass du dir bewusst die jetzt ausgesucht hast? Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren Tudor wirklich sehr lieben gelernt und ist auch so preislich, sage ich jetzt mal, ich bin ja noch am Anfang meiner Watch Collection und da findet sich bei Tudor wirklich das ein oder andere schöne Modell und das hat mich irgendwie direkt angesprochen. Also ich habe auch eine Datejust in meiner Sammlung und die ist aber für meinen Alltag oft nicht ganz so gut. Und da fühle ich mich dann auch oft schlecht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, je nachdem, welche Uhr man trägt. Und die Tudor Royal war jetzt auch, wenn man dann die ganzen Komponenten zusammensieht, für mich in der preislichen Range eine tolle Einsteiger-Luxus-Alltagsuhr, die mich einfach so vom Look auch ein bisschen Vintage inspiriert einfach angezogen hat. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Du meinst jetzt mit der Datejust, meinst du jetzt auch gerade wegen Thema Rolex, also weil das dann irgendwie doch für viele auch, ja, also sehr offensichtlich ist, da trägt jemand eine Rolex, also irgendwie so das Sinnbild für eine teure Luxusuhr oder was? Genau, also eigentlich zwei Komponenten. Also für mich war das so, ich habe die Rolex Datejust Wimbledon Dial und habe darauf sehr, sehr lange gewartet. Das Spiel kennt man ja. Das heißt, das ist für mich so auf der einen Seite, möchte ich sie zu spezielleren Anlässen tragen. Ich sehe sie einfach nicht so als Alltagsuhr, auch aus dem Grund, den du jetzt schon erwähnt hattest. Da zieht man die Blicke noch mehr aufs Handgelenk. Das ist nicht in jeder Situation passend. Manchmal absolut, dann trägt man sie auch bewusst. Aber ja, mit der Tudor Royal fühle ich mich da ein bisschen wohler. Sie ist zwar auch ein bisschen flashy, muss man schon sagen. Aber wenn man dann ein bisschen was zur Uhr erzählen kann, uns nicht direkt Rolex heißt, sondern vielleicht dann Tudor. Also das ist manchmal ein bisschen angenehmer. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist immer so ein bisschen das, ja. Nee, bitte, wollte ich gar nicht unterbrechen. Kein Thema. Für mich ist es auch manchmal so, dadurch, dass ich ja auch täglich meine Community mitnehme, ist es auch so, mir ist eine Vorbildsfunktion wichtig. Ich mag es dann nicht, wenn dann jeden Tag irgendwie die Rolex zu sehen ist. Ich mag es dann, wie gesagt, einfach, wenn es passt. Aber ich muss dann nicht zu flashy jeden Tag nach außen tragen, was ich vielleicht ja für Uhren habe oder ja, dass es dann halt wirklich auch in den Rahmen immer wieder mal passt. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also
Rolex ist natürlich immer so ein bisschen ein Ding. Es ist natürlich sehr, sehr bekannt. Mittlerweile erkennt irgendwie jeder auf der Straße, dass, wenn man irgendwie eine Rolex hat, ja, also sei es jetzt, ob es ein Fake ist oder nicht, aber es ist irgendwie schon was, was halt sehr, auch so ein bisschen so ein Stigma irgendwie hat. Ist natürlich eine tolle Marke, machen super Sachen, aber man möchte das auch, wie du schon sagst, auch nicht, vielleicht nicht in jeder Situation oder möchte das auch gar nicht immer so nach außen tragen, um auch vielleicht auch gar nicht dieses Image dann irgendwie so, ja, irgendwie von sich preiszugeben, sage ich mal, oder von sich zu zeigen. Und da kann Tudor definitiv auch mal eine sehr schöne Alternative sein. Und ich finde die Tudor Royal echt ein cooles Ding, muss ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie die mit irgendwie anderen Indizes rausgebracht hätte. Also ich bin nicht so dieser Fan von irgendwie so Zahlen auf dem Zifferblatt. Das ist allgemein gar nicht so sehr meins. Ich mag es eigentlich immer lieber, wenn irgendwie so irgendwie Strichindizes oder irgendwas da sind. Das hätte ich mir persönlich gewünscht bei der Uhr. Aber hey, so what? Vielleicht kommt es noch. Ansonsten finde ich aber echt ein schickes Ding, muss ich sagen. Ich gebe dir recht, in der Kombination auch mit der Lünette, das wirkt alles ein bisschen überladen. Ja, mit dem Date-Fenster noch und Datum und Wochentag. Es ist halt wirklich so, dass man sagt, hey, könnte ein bisschen weniger sein. Ein Touch weniger hätte der Uhr gut getan, auf jeden Fall. Ja. Aber nee, schönes vielleicht, Ding. Also gefällt mir gut und ja. Ja, ich wollte noch vielleicht einen Punkt hinzufügen beim Thema auch mit Instagram und was man zeigt und was nicht. Eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn man total selbstbewusst alle seine Uhren die ganze Zeit nach außen zeigen kann. Das Problem ist nur wirklich, und wir werden ja vielleicht später noch ein bisschen darüber reden, als Influencer, wenn man dann gerade auch als Influencer betitelt wird und ist es einfach in Deutschland, sage ich dir ganz ehrlich, manchmal gar nicht so einfach, wenn man eben auch so wahrgenommen wird und wenn man dann zu wenig vielleicht auch in die Nische Unternehmer gesteckt wird, sondern weil es dann immer heißt, der Influencer, und da muss man dann tatsächlich immer wieder mal aufpassen. Wobei ich dann auch sagen muss, und das verkörper ich auch auf meinem Kanal, ja, ich sehe mich eher als Unternehmer, der natürlich mit digitalen Medien umgeht und dann muss man dann einfach da, denke ich mal, die Balance finden. Ja, das sind auf jeden Fall ganz viele Aspekte, über die wir nachher auch nochmal gerne sprechen können. Ich würde jetzt einfach mal kurz weitermachen hier beim Audio Wrist Check. Ich trage aktuell die Uhr, die ich irgendwie gefühlt im Moment jeden Tag trage. Das ist meine ganz neue Liebe, die Vacheron Constantin Overseas Dual Time, blaues Zifferblatt, 41 mm Edelstahlgehäuse. Ich habe die Uhr jetzt seit, ich glaube, so 3 Wochen oder sowas und ich bin ja hin und weg. Also ich liebe diese über alles und das ist echt ein absolutes Schmuckstück, war ein ganz großer Traum oder ein ganz großes Ziel für mich auch in diesem Jahr und ich habe dafür meine Royal Oak verkauft und habe mir die Uhr geholt und bin echt damit super glücklich und auch da zum Beispiel, auch da spielte ein bisschen mit rein, einfach so die Royal Oak, die ich hatte, die war sehr, sehr flashy, fand ich, also es war mittlerweile einfach so irgendwie Royal Oak erkennt gefühlt auch schon wieder jeder und das war mir manchmal auch ein bisschen too much, auch gerade wenn du damit irgendwie durch die Stadt läufst oder so, das weiß ich nicht, das brauchte ich dann nicht so. Und das ist jetzt eine Uhr, wo ich sage, okay, die ist natürlich auch besonders. Die ist auch ganz hohe Uhrmacherkunst und alles wunderbar. Aber Nichtkenner wissen nicht, was es ist. Ja? Und das ist irgendwie das, was mich irgendwie auch so ein bisschen da abholt. Und zudem ist sie super universell einsetzbar, hat so verschiedene Bänder dabei und hatte hier im Podcast schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist die Uhr, die mir mit einfach auch unglaublich viel Freude macht. Und deshalb seit 3 Wochen eigentlich fast täglich irgendwie am Handgelenk. Oder immer, wenn ich mal was anderes trage, kommt sie dann spätestens am Nachmittag zum Einsatz. Also insofern trage die ständig. Ich sehe es in deinen Insta-Stories, ich verfolge sie nämlich jeden Tag mit Spannung und liebe die Overseas an deinem Handgelenk. Also sieht so cool aus, ohne Spaß, also absolute Grail Watch und wie du schon sagst, also AP entwickelt sich halt wirklich so zu einem vielleicht schon zu kommerziell inzwischen, es ist sehr, sehr bekannt geworden und vielleicht was früher AP war, ist so langsam Vacheron Constantin und ich denke, mit der Uhr hast du echt wirklich ein Schmuckstück, kann man gar nicht anders sagen. Wunderschön. Ich bin ein bisschen neidisch. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, cool. Wie gesagt, also ich habe die schon lange auf dem Schirm und wollte die schon sehr, sehr lange haben. Und es ist natürlich halt, muss man auch ehrlich sagen, das ist natürlich auch eine verdammt teure Uhr. Ja. Also da steckt halt sehr, sehr viel Geld auch drin. Und irgendwie, das ist jetzt auch nicht sowas, was ich jetzt einfach mal so eben mache. Deshalb war klar, wenn die kommt, dann muss halt irgendwas anderes dafür gehen. Und irgendwie, ich hab so ein bisschen diesen Spaß an der AP verloren, einfach aus den genannten Gründen. Und ich bereue es im Moment keine Sekunde wirklich. Also ich
trage die, ich habe die jetzt, glaube ich, jetzt in den letzten 3 Wochen schon mehr getragen, als ich meine Royal Oak im letzten Jahr getragen habe. Und das sagt mir eigentlich schon alles. Und insofern alles gut und bin damit sehr, sehr zufrieden. Hat das noch andere Gründe? Ja. Nee, bitte. Nee, sorry. Ja, gerne. Ja. Hat das noch andere Gründe, dass du sagst, AP lässt sich auch im Alltag gar nicht so gut tragen, weil da fange ich mir noch viel schneller irgendwie Kratzer ein oder fühlt sich nicht gut an oder sagst du, nee, das war schon top, weil das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich vom Design her finde ich jetzt die Royal Oak schon auch mega. Also ja, definitiv, die ist auch mega. Ich finde auch das Design von der Royal Oak, das ist halt eines der bekanntesten Uhrendesigns überhaupt, glaube ich. Ich glaube, da braucht man gar nichts drüber diskutieren. Das ist wunderbar. Das gefällt mir auch nach wie vor noch extrem gut. Ich muss aber sagen, die Royal Oak ist für mich gefühlt nicht so alltagstauglich. Also die ist schon sehr, das ist schon so eine Diva am Handgelenk, sage ich mal. Also die musst du wirklich sehr vorsichtig behandeln. Ich hatte ein paar Mal zum Beispiel gehabt, dass irgendwie das Werk irgendwie nicht richtig angelaufen ist. Also es ist halt einfach, es fühlt sich, ich weiß nicht, die Uhr ist, das ist eine feine Uhr, sage ich mal. Das ist keine Uhr, die du so ganz entspannt als Daily-Uhr irgendwie trägst. Also vielleicht, klar, wenn du jetzt immer in so einem Business-Umfeld unterwegs bist, wo du irgendwie mit Anzug oder was auch immer oder keine Ahnung, wo jetzt irgendwie die Uhr nicht harte Gegebenheiten irgendwie abkönnen muss, dann ist sie natürlich vollkommen geeignet. Um Gottes Willen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber zum Beispiel 50 Meter Wasserdichtigkeit bei der Uhr. Ja, das heißt allein schon irgendwie, wenn du mal mit der Uhr unter die Dusche gehst, das ist schon so grenzwertig. Also Hände waschen geht natürlich, aber mehr sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Das ist schon mal sowas, ja. Beim Sport natürlich kannst du sie nicht anlassen. Also ich mag aber zum Beispiel, ich habe so Uhren den ganzen Tag an, weißt du, und ich mag das auch mit einer Uhr dann irgendwie zum Beispiel die beim Sport einfach auch mal anzulassen oder so. Ich finde das eigentlich, ich mag das, wenn sich eine Uhr so in den Alltag integriert. Und das Feeling hast du bei dieser Royal Oak überhaupt nicht, dass du das kannst. Ich habe zum Beispiel auch im Urlaub hätte ich die niemals getragen. Also selbst wenn ich so am Strand bin oder in den Pool gehe oder sonst was, das sind alles Situationen, wo ich gesagt habe, dann würde ich diese Uhr auf gar keinen Fall tragen. Das heißt, im Endeffekt trage ich sie eigentlich immer nur dann, wenn ich sage, okay, heute weiß ich passe auf diese Uhr auf und bin vorsichtig und es wird nichts irgendwie Härteres passieren. Ja, dann ist die richtig. Und man muss auch sagen, dieses Band ist schon auch empfindlich und das ist halt auch sehr ärgerlich, wenn du dir da irgendwie eine Macke oder sowas reinhaust. Das ist dann irgendwie auch so, dass das siehst du halt dort und das fällt dann sofort auf und das stört auch. Und das ist zum Beispiel jetzt was, wo ich sagen muss, im Vergleich die Overseas, auch die hat ein sehr feines Band. Also das ist auch das Edelstahlband zum Beispiel, da siehst du auch Kratzer drauf. Das ist auch ärgerlich, wenn da einer reinkommt. Andererseits hast du dann aber zum Beispiel dieses Kautschukarmband und das habe ich jetzt im Moment sehr häufig an, gerade jetzt, wo ich irgendwie hier so zu Hause bin oder dann irgendwie mal draußen unterwegs bin oder mal einkaufen oder mit dem Fahrrad fahre oder was auch immer, habe ich oftmals dieses Kautschukband dran, weil ich weiß, hey, irgendwie da kannst du jetzt auch mal irgendwie gegenkommen. Und da passiert nichts, da brauchst du dich nicht verrückt machen. Und sie ist dadurch für mich irgendwie in Summe so ein bisschen auch alltagstauglicher. Also sie ist irgendwie universeller einsetzbar, besser kombinierbar. Und sie hat nicht diesen empfindlichen Flair der Royal Oak. Und man muss zum Beispiel auch sagen, sie ist 150 Meter wasserdicht. Also das ist eine Uhr, ich habe die beim Duschen auch an. Ja, ich würde die jetzt auch zum Schwimmen anziehen, wenn ich Bock drauf hätte, weißt du? Also musst du natürlich nicht zwangsläufig machen. Das ist nach wie vor, ist es noch eine besondere Uhr und alles. Aber du könntest, wenn du willst. Und das sind so Sachen, das ist für mich, da ist die Royal Oak für mich nicht mehr so alltagstauglich. Und das war so ein Punkt, weshalb ich sie dann auch ungern getragen habe oder immer nur sehr vorsichtig und gefühlt so in Watte gepackt habe. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß genommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das kann ich verstehen. Und gleichzeitig machst du mich auf jeden Fall hungrig auf die Overseas. Sehr, sehr cool. Du, es gibt immer Ziele, ne? Es kommt immer wieder das Nächste und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist das Schöne an dem Hobby. Es gibt halt so viel. Ja, es hört nicht auf. Und man hat das eine und dann denkt man schon wieder, oh, was könnte denn eigentlich als Nächstes kommen oder was könnte man vielleicht sich noch anschauen? Und das ist eigentlich immer so. Und das ist irgendwie, aber das macht doch Spaß. Und man ist dann, also bei mir ist es immer so, ich bin unglaublich glücklich, wenn ich dann irgendwie mir sowas, so ein Meilenstein, das war jetzt für mich so ein ganz großes Ziel eben, irgendwie erfüllt habe. Und nichtsdestotrotz überlege ich jetzt auch schon wieder, hey, wie werden mal diese Uhr oder jene oder das ist einfach irgendwie. Keine Ahnung, das ist ein schönes Hobby einfach. Philipp, ich will aber gar nicht so viel heute über meine Uhren sprechen. Es soll vor allem ja auch ganz viel heute über dich gehen und ich möchte mich über viele Themen noch mit dir unterhalten. Deshalb, vielleicht kannst du unseren Zuhörern einfach mal so ein kurzes Intro zu dir geben. Also wer ist eigentlich dieser Philipp Demel und was macht er so alles? Sehr, sehr gerne. Also vielleicht mal damit wir das Alter mal aus dem Weg haben. Ich bin jetzt im Januar 30 geworden und ich bin in Darmstadt geboren. Wir sitzen ja in Frankfurt mit allen unseren Unternehmen, aber ich bin in Darmstadt geboren und bin dann zum Studium der Wirtschaftswissenschaften nach Frankfurt gezogen
und hatte dann hier an der Goethe-Uni studiert und das aber schon auch sehr, sehr frühzeitig während des Studiums gemerkt, dass ich ja gerne im Bereich Unternehmertum Fuß fassen möchte. Also ich weiß noch, als ich damals mit dem Abi fertig war, dachte ich mir so, okay, ganz klassisch, ich will unbedingt nach Frankfurt. Was wird man, wenn man in Frankfurt studiert? Vermutlich irgendwie Unternehmensberater oder Banker. Ich hatte es immer mit Zahlen, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen dachte ich mir, Mensch, dieser Weg ist irgendwie klar vorgegeben. Und dann kam alles so ein bisschen anders. Ich habe dann im zweiten Semester tatsächlich angefangen zu modeln. Ich wurde immer wieder mal so drauf angesprochen, so, hey, hast du nicht Bock, mal zu modeln? Bewirb dich doch mal bei einer Agency. Und dann habe ich das einfach mal gemacht bei so der bekanntesten Agency in Frankfurt. Dachte mir so, komm, wenn ich mir damit ein bisschen was nebenher schon mal verdienen kann im Studium, dann wird das nicht schaden. Leben in Frankfurt als Student war damals schon sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir so, komm, ich versuche das einfach mal und bewerbe mich mal initiativ. Und ja, das hat dann direkt geklappt. Ich weiß es noch, ich war damals im, ja, zweite Semester, erste oder zweite Semesterende. Und hatte im September unterschrieben und war dann, ich glaube, einen Monat später tatsächlich schon in Istanbul. Das war damals so ein klassischer Weg irgendwie zum Buch aufbauen, so nennt sich das. Man muss dann Testshootings machen, man versucht sein Portfolio aufzubauen mit Fotografen mit verschiedenen Themen. Und das konnte man sehr, sehr gut auch im Ausland machen, um dort auch die ersten, ja, internationalen Erfahrungen auch zu sammeln, viele Jobs zu machen und dann auch einfach mal zu verstehen, wie dieses Modelleben so funktioniert. Da bin ich im Prinzip so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Musst du dann, ganz, ganz Ja. kurze Zwischenfrage, Sehr, musst du sehr das dann, gerne, also wenn du frag mal sagst, gerne zwischen. du bist nach Istanbul und dann hast dann dort irgendwie Shootings gehabt und hast dieses Buch aufgebaut, ist das dann, also kann ich mir das vorstellen, wie jetzt, wenn man das jetzt aus dem Fernsehen kennt von jetzt so, also blöd gesagt, so Formaten wie Germany's Next Topmodel, ich meine, gut, das sind jetzt Frauen vor der Kamera, aber ist ja wurscht, ja, also ist das dann wirklich so, dann hast du da irgendwie ein Thema und dann wird das dann irgendwie geshootet oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin fernab davon irgendwie, dass ich mich in dieser Modelwelt auskenne. Ich bin fernab auch davon, selbst Model zu sein. Insofern finde ich das ganz interessant, das einfach mal so zu hören. Ja, also es war auch für mich damals alles, also ich hätte es mir ganz anders vorgestellt, da bin ich auch ehrlich. Ich bin da in Istanbul angekommen, war dann irgendwie mit 6 bis 8 Leuten aus der ganzen Welt in einer Model-WG, getrennt natürlich nach Männern und Frauen, aber also super spannend alleine, dass man mit plötzlich verschiedensten Nationen aus der ganzen Welt zusammenlebt auf engstem Raum. Das war für mich und das war auch das, wo ich am meisten rausgezogen habe am Ende. Einfach nur der Wahnsinn. Ja. Und dann sieht der Alltag im Prinzip so aus. Man hat Casting-Sheets im Prinzip jeden Tag. Ist dann in Istanbul ist es so, das ist eine sehr, sehr große Stadt, sehr, sehr chaotisch. Fährt man dann den ganzen Tag mit einem Fahrer durch die Gegend zu den verschiedenen Castings und dort treffen dann die verschiedensten Agenturen und eben Models aufeinander. Und dann muss man sich da durchsetzen, so ein bisschen wie man es dann auch von Germany's Next Topmodel aus dem Fernsehen kennt. Genau, und dann geht es eben darum, landet man schnell Jobs oder nicht? Und hat man vielleicht auch mal ein bisschen Glück? Ich hatte dann damals tatsächlich ein bisschen Glück. Ich hatte ein Covershooting für die GQ Style während meines ersten Aufenthalts, andere gute Jobs auch schon. Das heißt, ich bin nach Deutschland dann zurückgekommen mit ja einer tollen Auslandserfahrung. Ich habe mein Englisch verbessert. Ich habe tolle Leute kennengelernt und ich habe das Modelleben so ein bisschen verstanden und ich habe auch das erste Geld verdient. Und so bin ich dann zurückgekommen auch wieder und habe dann hier in Deutschland, es ist alles sehr, sehr kommerziell. Ich bin auch tendenziell dann eher ein kommerzielles Model gewesen. Dadurch, also viele Katalog-Shootings heißt es, also nicht der typische Runway, das wäre kein Job für mich, sondern der kommerzielle Lacher im Katalog, das war so mein Ding. Und ja, so bin ich zurück nach Deutschland, habe dann weiter studiert und dann kam so Ganz ein kurze bisschen, Frage. ja. Ganz kurze Frage. Kannst du mal so ganz grob sagen, was verdient man denn da durch so ein Shooting? Oder wenn, also wie kann ich mir das vorstellen? Könnte man davon sogar schon leben oder ist das wirklich dann nur so ein kleines Zubrot quasi, Also um dir was dich mal, beim Studium dann ich kann unterstützt? da ganz transparent mal Zahlen in den Raum werfen. Also ich war nie ein Topmodel, ja, sonst hätte ich vielleicht dann auch noch was anderes gemacht. Aber in Istanbul war das so, da hat man dann für ein gutes Shooting schon auch relativ schnell mal $1.000 am Tag verdient. Und Wow, das okay. ging dann auch hoch auf bis zu $2.000 am Tag. Das hängt dann wirklich davon ab,
Das ging aber auch runter bis auf $150 für einen Online-Store, ja, für ein E-Commerce-Unternehmen. Das war dann nicht besonders lukrativ. Und in Deutschland ist das alles so im Bereich eine Tagesgage von, ja, sagen wir mal 700 bis 1500 Euro am Tag ist da ganz normal, ohne dass man jetzt irgendwie ein Topmodel sein muss oder bekannter sein muss, sondern dann reden wir wirklich auch schon von nur von ganz normalen Online-Shops. Und wie häufig, also die Frage, die sich mir halt stellt, ist halt, ne, also könnte man von sowas jetzt einfach dann leben? Also erstmal klingt das natürlich so, also wenn ich sage jetzt $1.000 am Tag beispielsweise, ja, wenn ich jetzt halt 5, 6 Tage oder sowas im Monat allein nur shooten würde, könnte ich ja davon eigentlich schon relativ gut leben. Ist das realistisch oder ist das auch extrem schwer, da irgendwie immer wieder Aufträge zu bekommen und für so Shootings eingeladen zu werden? Das ist wie bei so allem im Leben, wenn man sich da durchboxt und so fußfest, dann ist es definitiv möglich. Ich habe mir damals dann auch sehr früh die Frage gestellt, sollte ich vielleicht mit dem Studium abbrechen und da Vollgas geben, weil man wird auch relativ schnell in so eine Welt reingezogen. Ja, wenn man vorher, habe ich nur irgendwelche Minijobs gemacht. Ich hatte in der Unternehmensberatung ganz am Anfang vom Studium mal so nebenher gearbeitet. Da hat man dann irgendwie 13 Euro die Stunde verdient. Und hat gemerkt, okay, was Arbeit bedeutet. Und beim Modeln wurde einem das sehr, sehr schnell ein bisschen wieder genommen, weil es eben dann doch für einen jungen Studenten, wenn man dann plötzlich irgendwie mit Tagesgagen 1000 Euro am Tag und hat dann irgendwie 3, 4, 5 Tage davon im Monat und muss dazwischen im Prinzip nichts machen, außer sich fit halten und natürlich ein bisschen Networking und so weiter betreiben, dann hat man sehr schnell den Eindruck vermittelt bekommen, Mensch, das wäre doch was für die nächsten Jahre. Wieso soll ich denn jetzt überhaupt weiter studieren? Ich gebe da jetzt einfach Vollgas und schau mal, wohin das führt. Also es wäre definitiv eine Option gewesen. Ich habe auch viele Freunde gewonnen, die das gemacht haben, die das auch immer noch tun. Also gerade für Männer geht es wirklich immer weiter bis zum Best Ager. Deutschland ist da ein guter Markt, aber ich habe mich ganz klar dagegen entschieden, weil ich einfach ja zu gerne, sage ich mal, allumfassender auch meinen Kopf benutze und einfach ein bisschen mehr machen wollte, als nur ja, vor der Kamera zu stehen. Das mache ich zwar immer noch, darauf kommen wir auch noch ein Ich bisschen, wollte gerade sagen, das machst du aber immer noch. da ist es anders. Als Influencer ist es wirklich anders, weil da ist man im Prinzip auch eine One-Man-Show. Von der Konzeption bis hin zum Fotografen, das ganze Technische, ja, sich reinfuchsen in Fotografie, und diese Themen, die verbindet man da alles. Und beim Modeln war man dann wirklich manchmal hart ausgedrückt, so ein bisschen das Stück Fleisch, was halt gut aussehen sollte vor der Kamera. Und das war dann auf Dauer nichts für mich, hat mir aber den Weg geebnet zu ganz vielen Dingen. Und deswegen möchte ich es auch nicht missen. Es hat wirklich viele, viele Türen geöffnet und mir auch die Augen geöffnet, wie eigentlich vielleicht dann auch mein Lebensweg aussieht. Nämlich nicht ganz so streamlined, wie ich es davor dachte, sondern dann doch ja, mit verschiedenen Umwegen oder Abkürzungen, wie man sehen möchte, und ein bisschen unorthodoxer, als ich es davor dachte. Ja. Genau, Und und wie ging es denn weiter? Also du hast gemodelt während des Studiums, dann hast du gesagt, aber Studium willst du auf jeden Fall weiter durchziehen. Und wie ging es denn weiter? Wie kamst du dazu, wo du jetzt heute bist? Wie wird man eigentlich Influencer? Und du bist ja aber auch zusätzlich noch Unternehmer, also wie kam es auch dazu? Auch sehr spannend. Also der glückliche Zufall in meinem Fall war tatsächlich, dass der Chef von meiner Modelagentur damals einen der beliebtesten und besten Clubs in Frankfurt auch hatte. Und ja, wir waren in einer WG, wir waren zu dritt. Ich habe gemodelt nebenher und dann kam zwangsläufig die Idee, hey, wieso machen wir nicht eine Studentenparty? Und dadurch, dass mein Mitbewohner, der auch immer noch mein Geschäftspartner bei den Partys ist, die jetzt natürlich aktuell leider brach liegen, ist es so gekommen, dass wir gesagt haben, komm, wir fragen jetzt einfach mal nach. Vielleicht dürfen wir hier in diesem wirklich sehr hoch klassischen Club eine Party schmeißen, eine Studentenparty, was jetzt nicht so üblich war. Man kennt ja sonst irgendwie Studentenpartys irgendwie mit Bechern und vielleicht nicht die coolste Location. Und das wollten wir einfach umdrehen. Wir wollten eine hochwertige Studentenparty starten, wo es auch ein bisschen darum geht, okay, wer holt sich vielleicht einen Tisch und eine Flasche können wir uns coole DJs dazu holen und machen einfach ein gesamtheitliches Konzept daraus. Und so ging letztendlich dann auch die Story von, ja, einigen Jahren und vielen Partys los, die dann eben parallel zum Studium und dem Modeln dann noch weiter meinen Weg als Unternehmer auch geebnet haben, weil wir dann letztendlich, musst du dir so vorstellen, es ist ja nicht einfach, du öffnest ja nicht nur die Tür zum Club, dann stehen irgendwie 500 oder 1500 Leute da,
sondern dann ging es wirklich schon los, okay, was haben wir für ein Konzept, wie betreiben wir Marketing, wie ziehen wir die Leute dahin, wie machen wir die Partyreihe attraktiv. Und ja, das haben wir dann letztendlich mit das Label hieß und heißt Student Affairs bis hin zu deutschlandweit ausgebaut, auch schon während dem Studium dann, und haben die verschiedensten Partykonzepte entworfen, gestaltet und letztendlich dann über Social Media vorangetrieben. Also es ging los mit einfacher Facebook-Werbung, auf Events einladen und hat sich dann weiterentwickelt hin zu Instagram-Werbung. Und ich war damals so ein Nerd und bin es auch immer noch. Also ich bin voll der Performance-Marketing-Nerd im Bereich Facebook-Universum. Und so haben wir letztendlich virale Hits auch auf Facebook gelandet. Das musst du dir so vorstellen. Wir haben eine Wolf of Wall Street Party gemacht. Das passt eigentlich auch ganz gut ins Uhrenthema. Und hatten Teile im Prinzip aus dem Film genommen, die Thematik, haben dazu ein Event gestartet in verschiedenen Städten in Deutschland. Und damals war das dann noch so, dass die ja, mit einem kleinen Online-Budget beworben, sehr, sehr groß geworden sind auf bis zu 30.000 Teilnehmer. Und dann war es im Ach krass. Prinzip nur noch, da lag es nur noch daran, einen Ticketlink rein zu posten, beziehungsweise vorher in den jeweiligen Städten natürlich auch die Locations zu finden und ja, dann die Tickets zu verkaufen und die Partys durchzuführen mit einem coolen Rahmenprogramm. Und da hatten wir damals wie so ein Hintertürchen gefunden, wie man das aufbaut. Hattest du vorher schon irgendwie so Berührungspunkte mit Social Media gehabt oder war das so das erste Mal, dass du da wirklich dich mit beschäftigt hast? Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mich so richtig damit beschäftigt habe. Das Einzige, was noch davor ging, als ich damals in der Türkei gemodelt hatte, waren die dort schon weiter mit Instagram. Also damals gab es tatsächlich schon den einen oder anderen Influencer, den hätte man damals noch nicht so genannt. Da hätte man wirklich eher noch klassisch Blogger genannt, mit einem Instagram-Account von schon 100.000 Followern, was damals, was reden wir da für ein Jahr? Also da sind wir irgendwie 2013, wirklich fast unvorstellbar war. Okay, das ist viel, ja, damals, Genau, ja. und damals war das dann schon so, dann habe ich da das ein oder andere Shoutout auch schon bekommen. Also reine Markierungen unter Postings waren damals möglich. Stories gab es ja noch lange nicht. Und dann bin ich plötzlich von paar hundert Followern in Frankfurt auf einige tausend direkt hochgeschossen. Da habe ich das erste Mal gemerkt. Und dann hat sich letztendlich verbunden mit den Partys, wo wir gemerkt haben, okay, es ist immer relevanter, auf Social Media aktiv zu sein. Erst eben Facebook und dann Instagram. Und so bin ich. Und das zieht sich auch durch alle Dinge, die ich tue. Es greifen immer so kleine Zahnrädchen ineinander. Und sowohl beim Modeln als auch bei den Partys waren das schon zwei Zahnrädchen, die wirklich gut zusammen funktioniert haben. Mit dem Bindeglied dann letztendlich auch Social Media. Was nämlich dann auch immer wichtiger wurde, bei Castings oder Fotografen haben danach gefragt, hat man denn schon Instagram? Wie viele Follower hast du denn? Würdest du auch mal was posten? So in der Richtung ging es dann auch irgendwann los. Und dann, ja, ich würde mal sagen, habe ich das sehr, sehr früh erkannt, dass da Möglichkeiten sind. Leider nicht ganz so früh, wie ich es mir erwünscht hätte, beziehungsweise ich habe es dann noch nicht so konsequent durchgesetzt, zumindest nicht für meine Personal Brand. Sonst hätte ich jetzt vielleicht noch mal ein paar mehr Follower oder wäre noch ein Ticken weiter, was das angeht. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht alles, was zählt, sondern alles hat eben seine Zeit und ich bin happy, wie die Puzzlestücke sich dann zusammengefügt haben. Und ja, also vielleicht noch als Anekdote, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du den Gibson Club kennst in Frankfurt Klar, und natürlich. ja, und ich wünsche mir, dass er bald mal wieder offen hat und dass wir alle mal wieder feiern können. Und ich weiß noch solche Wochenenden, man hatte irgendwie einen coolen Modeljob, dann hat man seine eigene Party promotet und hat das Ganze dann wieder auf Social Media geteilt. Und das war eine tolle Zeit, weil da wirklich die Dinge sehr auf einen zugeflogen sind, was so die ersten unternehmerischen Schritte angeht, ja, mit Spaß haben. Und das ist ja wirklich bei beiden Themen. Und das war mir dann auch und ist mir auch seitdem super wichtig. Bei all dem, was ich tue, möchte ich Spaß haben. Und das muss immer zu mir passen, zu meinem Lebensabschnitt. Und das hat es damals wie die Faust aufs Auge. Das heißt aber, das Studium hast du fertig gemacht Genau, also oder mein wie Studium oder hast du das? habe ich abgeschlossen. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich so dachte, ah oh, nee, ich habe ehrlicherweise 2 Semester länger studiert, aber bei den Themen, die ich halt auch nebenher schon gemacht habe, ging das fast gar nicht anders. Und ich war auch nicht der Vorzeigestudent, der im, ja, weiß ich nicht, in die Vorlesung gegangen ist und alles fleißig gemacht hat, sondern ich habe das dann immer beschränkt auf die Klausurenphasen und war damit dann trotzdem noch happy.
Also mein Werdegang hat sich zwar um 180 Grad gedreht. Ich kam von einem guten Abitur in einem Studium, wo der Weg vorgezeichnet war, für ganz, ganz viele auch so geworden ist. In meinem Umfeld beste Freunde, alle in Banken oder Beratung gelandet, damit auch happy. Aber für mich einfach früh gemerkt, das bin ich nicht und einen ganz anderen Weg dann gegangen. Aber der Abschluss war letztendlich nicht nur meinen Eltern wichtig, das sagt man ja dann so oft, das hat man dann für die Eltern gemacht. Es hätte damals schon nichts gebracht, wenn ich das für meine Eltern gemacht hätte. Ich habe das für mich gemacht. Ich wollte mir beweisen, dass ich das auch noch parallel fertig machen kann und das auch in der Tasche haben, falls dann doch irgendwas schief geht. Genau. Hatte dann tatsächlich auch noch, da traue ich mich schon fast gar nicht mehr zu sagen, nochmal einen Master angefangen. Aber den habe ich dann tatsächlich abgebrochen. Da war ich einfach schon zu tief in meinen anderen Themen drin, habe gemerkt, ich bin kein Student mehr. Jetzt solltest du dich dann doch lieber fokussieren. Okay, das heißt aber, du hast quasi im Studium hast du eigentlich gemerkt, okay, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also angefangen vom Modeln, dann über die eigene Partyreihe, wo du so das erste Mal so Unternehmertum irgendwie für dich entdeckt hast, dann hast du ja auch gesagt, irgendwie da fing es auch schon alles an so mit Instagram und hast dich da auch so reingefuchst und hast dann auch dann schon mal gemerkt, okay, da kann man auch irgendwie was machen und hast dann für dich dann irgendwie den Entschluss gefasst, dass du gesagt hast, okay, nach dem Studium werde ich jetzt keinen klassischen Job anfangen, so wie alle meine Kommilitonen um mich herum, sondern ich mache das Ding, was ich jetzt hier so mache, das ziehe ich weiter durch und baue das weiter auf. Ganz genau. Und das war auch noch, das weiß ich noch sehr gut. Das hat sich, ich glaube, wir sind dann jetzt schon im Jahr 2016, 2017 rum. 2017 war so ein Jahr, da haben wir uns sehr, sehr stark eben auf die Partys konzentriert. Ich war fertig mit dem Studium. Ich habe etwas weniger gemodelt, einfach weil auch weniger Zeit da war. Wir hatten jedes Wochenende in ganz Deutschland, immer Partys. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Mensch, du stehst hier auch schon im Risiko. Also wenn jetzt was schief geht, dann hast du im Prinzip noch keine Basis. Ja, du hast deinen Abschluss, aber man hatte so ein bisschen Angst, wird es denn was? Und wie du es auch schon gesagt hast, Kommilitonen haben sich für sichere Wege entschieden. Und zu dem Zeitpunkt war es dann schon manchmal so, wenn man abends eingeschlafen ist, Mensch, wird das alles was? Oder was passiert, wenn das ganze Kartenhaus ein Stück weit in sich zusammenbricht? Ja, man war ja auch von Social Media damals schon abhängig und das ist auch heute noch sehr, sehr stark bei meinen Unternehmungen der Fall. Was ist, wenn es morgen nicht mehr funktioniert? Und die Frage hat man sich schon gestellt, aber der Drang, etwas Eigenes zu machen, kreativ zu sein, Und aus einer Idee, die man hat, dann etwas aufzubauen, das hat bei mir bisher immer überwiegt. Und deswegen bin ich dann auch, sage ich mal, durch dieses etwas schwere Jahr 2017, wo es dann wirklich darum ging, erstmal etwas aufzubauen, durchgekommen. Und immer mit dem Fokus darauf, digitale Medien gut zu nutzen. Bis hin dann auch zur bewussten Entscheidung, hey, das Modeln ist nicht mehr ganz so meins, aber das Fotos machen und das Editieren. Und das ganze Thema Social Media, Instagram, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann war es eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, da legen wir jetzt einfach mal Fokus drauf. Und ich sage wir, weil ich damals dann auch schon ja mit meiner jetzt Verlobten Paulina zusammen war und wir gemeinsam gesagt haben, komm, wir geben dem ganzen Instagram jetzt auch mal eine Chance und gucken mal, was passiert, wenn wir das Ganze ein bisschen professionalisierter angehen, regelmäßig posten, coolen Content machen und Sachen für die Community überlegen und schauen einfach mal, wohin das führt. Weil ja, man kannte Influencer dann ja inzwischen schon, 2017 ist jetzt auch noch gar nicht mehr so lang her, aber ja, noch nicht in dem Umfang und vielleicht auch noch nicht so mit der Basis, dass man sagt, das ist ein Job, damit kann man einen Lebensunterhalt verdienen. Das ist was Solides. Das hätte damals niemand gesagt. Das ist ja für die Leute heutzutage auch noch schwer. Das heißt, damals habt ihr dann 2017 habt ihr dann wirklich angefangen, so dieses klassische, was man jetzt heute halt oder was man immer allgemein als Influencer bezeichnet, so dieses klassische, wir bauen jetzt unsere Social Media Kanäle auf und fokussieren uns darauf und ziehen da irgendwie auch Werbepartnerschaften an Land und versuchen uns da einfach so ein Standbein mit zu aufzubauen. Ganz genau, ganz genau. Und es war damals so, dass das Wachsen natürlich noch etwas einfacher war, als es vielleicht heute zu scheinen, ja, zu sein scheinen mag. Aber im Prinzip war auch damals, so wie heute, ging es um Consistency, also einfach konstant posten und sich Dinge überlegen und sich damit auch beschäftigen. Also wir haben sehr, sehr früh dann
die eigene Kamera geholt. Und dann steht man erstmal vor der Herausforderung, okay, wie macht man denn überhaupt gute Fotos mit der Spiegelreflexkamera? Ich bin ja kein Fotograf. Das war so der Ansatz. Und irgendwie fuchst man sich in alle Themen rein. Ja, sei es dann auch die Bildbearbeitung und die Post-Production damit. Und dann letztendlich auch, wie geht man mit Kooperationspartnern überhaupt um? Wie ist es denn überhaupt, eine Kooperation zu machen? Kann man damit Geld verdienen? Ich weiß noch, wie die ersten Anfragen gekommen sind mit irgendwie 10.000, 15.000 Followern damals für einfache Produkt-Giftings, also einfach Produktgeschenke, für dann klassisch irgendwie ein Posting und du bekommst das Produkt. Das ist ja auch heute noch gang und gäbe. Und damals dachte ich so, Mensch, ich krieg was for free, weil ich auf meinem Instagram-Kanal was poste und sonst poste ich da auch und es macht mir Spaß. Da dachte ich mir so, okay, Krasses Gefühl, oder? das war crazy. Also, das ist auch heute noch crazy. Das hört nicht auf, crazy zu sein. Da muss ich mich wirklich manchmal noch zwicken. Kann ich auch noch mal ein, zwei Beispiele geben, wo ich das immer noch unfassbar finde. Und ich weiß noch ganz Gerne. genau, mit 25.000 Followern war ich dann eingeladen für den Launch von der neuen Kosmetiklinie von David Beckham, die von L'Oréal gestartet wurde. Und ich war damals so, was, mit 25.000 Followern werde ich eingeflogen nach London und kann David Beckham treffen? So, ich bin ein Fußballfan, deswegen war Krass. das für mich dann auch so, was, das ist doch ein falscher Film. Und natürlich kannte ich damals auch schon in meiner Umgebung, in meinem, ja, Man-Style, Lifestyle, Fashion-fokussierten Kanal, die einschlägigen Kandidaten, die damals eben auch schon riesig waren. Und mit denen war ich dann plötzlich gemeinsam auf einem Event in London. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich werde mich hier jetzt richtig drauf fokussieren, ich werde hier Vollgas geben, hier geht richtig was. Und ja, das war wirklich so ein Moment, der dann nochmal so den Drive nochmal erhöht hat und wo ich gesagt habe, let's go. Und das hat sich dann ja, relativ schnell entwickelt. Also ich bin jetzt bei 210.000 Followern. Zwischendrin hat man immer wieder, das wirst du auch kennen, Stagnation oder dann passiert mal wieder nichts. Und da muss man sich dann auch durchkämpfen. Aber prinzipiell war es dann schon so, dass ich sukzessive weiter gewachsen bin, meine Community größer wurde, auch internationaler, muss man auch sagen, dadurch, dass man immer mehr unterwegs auch war und dann immer tollere, ja, Partner dazu gekommen sind. Und wo ich dann wirklich gemerkt habe, Mensch, dieser Beruf Influencer, der ist spannend. Und auch dieses, ja. Ab welchem Zeitpunkt konntest du vom reinen Influencer-Dasein leben? Also das ist auch immer so eine Frage, die ich irgendwie auch ich immer wieder zum Beispiel gestellt bekomme. Und da muss ich halt sagen, gerade diese Uhrenwelt habe ich das Gefühl, ist nochmal komplett anders. Also ich könnte, um Gottes Willen, könnte ich davon überhaupt nicht leben. Ich habe auch nie davon gelebt. Und ich bin nach wie vor bin ich noch an diesem Punkt, den du jetzt beschreibst, wo ich manchmal denke, oh, Hammer, cool, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, irgendwo dabei zu sein oder irgendwas zu bekommen oder wie auch immer. Einfach dafür, dass ich irgendwie Bilder poste. Wann war dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, also jetzt unabhängig davon, dass du ja noch deine Partyreihe hattest, aber wann hättest du von diesem reinen Influencer-Dasein schon alleine leben können? Also Gar nicht wie groß war dein Account etwa dafür? so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, es war so im Bereich zwischen 70 und 80.000 Followern schon bei mir, wo ich gesagt hätte, hey, ich könnte mich jetzt nur darauf fokussieren und davon dann auch leben. Da muss man aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so, und das ist eigentlich ein bisschen contradictive, also so ein bisschen widersprüchlich, wenn es auch um Thema Uhren geht, aber ich bin jetzt nicht so der klassische Konsummensch, der sehr, sehr viel Geld ausgibt. Ich war schon immer so eine richtige Sparsocke und habe immer gerne Geld zurückgelegt und das Geld, was ich verdient habe, immer, ja, sage ich mal, vorsichtig behandelt. Und deswegen würde ich sagen, hat mir das dann mit in die Karten gespielt, dass man hätte sagen können, so ab 60, 70, 80.000, irgendwo so dazwischen ging es bei mir los, dass ich hätte sagen können, Mensch, davon kann ich auch leben, wenn ich gut haushalte. Aber letztendlich ist es dann auch so, das hängt extremst von dem Bereich ab, wo du als Influencer tätig bist. Also es gibt leider auch Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Million Follower haben und aber in einem ganz anderen Feld unterwegs sind, wo das dann eben nicht funktioniert. Für mich, wie beim Modeln damals, einfach wieder ein bisschen kommerzieller. Das hat einfach so funktioniert. Ich habe die Partner da irgendwie ganz gut angezogen und die haben die Kombination, sage ich jetzt mal, aus hochwertigem Content,
aber authentischer Person, die man auch wahrnimmt und die man irgendwie greifen kann, glaube ich, sehr geschätzt. Und deswegen ging das auch relativ früh los, in Anführungsstrichen, dass ich auch hätte davon leben können. Aber du hast es ja angesprochen, also ich war halt nie so ein Fan, der irgendwie nur eine Sache macht, sondern immer gerne ein paar Sachen parallel und mehrere Standbeine aufbauen, die aber sich ganz gut ergänzen. Aber ja, so in dem Bereich. So, und du bist, also gut, du bist heute erfolgreicher Influencer, du kannst davon gut leben, aber du bist halt eben auch Unternehmer. Die Party-Reihe, die du vorhin auch schon angesprochen hast, die hast du noch? Oder, also gut, jetzt Corona ist natürlich jetzt wahrscheinlich sowieso, wäre deshalb jetzt Pause, aber gibt es die noch oder ist das dann irgendwann mal eingestellt worden? Ich bin ein Mensch, ich kann sehr schlecht Nein sagen. Und Dinge, die mir, wie gesagt, Spaß machen, die mache ich immer gerne noch weiter. Und die Partys haben mir bis zum Schluss, auch als dann Corona angefangen hat, immer noch Spaß gemacht. Ich habe mich nicht mehr so in dem Bereich Studentenparty gesehen. Und das ist jetzt auch so, jetzt ist noch mal ein Jahr vergangen ohne den Studentenpartys. Und jetzt habe ich so etwas den Bezug verloren. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, wenn es wieder weitergeht. Die Partyreihe besteht noch. Und wir werden sicherlich auch da nochmal weitermachen, aber ich sag mal so, damals war es dann, sage ich mal, Alltag, bis nachts um 5 im Club zu stehen, da dann auch noch alles zu machen, aufzubauen, abzubauen. Das würde ich aktuell gar nicht mehr schaffen, weil ich einfach ja zu viel an anderen Themen dann noch arbeite und an meinem Unternehmen mit Flapgrip, an jetzt auch noch einem neuen spannenden Projekt, wo wir vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze noch mal reden können. Und das würde ich jetzt gar nicht mehr schaffen. Da bin ich einfach jetzt schon zu alt geworden. Deswegen ja, muss man mal sehen, wie das noch mal weitergeht. Prinzipiell war das aber auch immer, und das ist auch was Spannendes, Partys bringen Menschen zusammen. Die Deals, die man auch machen kann als Geschäftsperson durch Partys, die man auch selbst veranstaltet, das hat schon auch was. Also so dieses Nachtleben und richtige Leute zusammenbringen, das hat schon auch immer ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Deswegen darauf würde ich mich auch wieder freuen, wenn es wieder weitergeht. Aber grundsätzlich war es dann so, dass ich mich sehr darin verliebt hatte, mit Brands Deals auszuarbeiten. Ich hatte da auch ein ganz gutes Händchen, vielleicht deswegen auch schon relativ früh Erfolg, aus monetärer Sicht als Influencer, und habe einfach so gemerkt, sich Konzepte für andere Brands auszudenken, die dann umzusetzen, das irgendwie in eine schöne Bahn bringen. Das war so richtig, es war so ein Thema, es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich so, Mensch, so eine Social-Media-Agentur, die sich darauf nochmal spezialisiert, da wirklich mitzuhelfen, weil ich habe also aus erster Hand ja erfahren, was machen Brands gut, was machen andere Agenturen gut, aber was machen sie auch wirklich nicht gut im Bereich Influencer-Marketing. Und das ist ja auch immer noch ein aufstrebendes Feld, deswegen dachte ich mir damals so, komm, das ist der nächste Schritt, der logische Schritt, eine Agentur zu gründen, die sich auf Influencer-Marketing und Performance-Marketing, Content-Creation, Content-Produktion konzentriert zu gründen. Damals war es aber für mich gar nicht so einfach, weil ich war immer schon ein Fan davon, mit einem guten Partner zu gründen. Und die wachsen natürlich nicht auf Bäumen, die kann man auch nicht einfach herzaubern. Und deswegen war das dann damals gar nicht so einfach zu sagen, ich starte jetzt einfach mal alleine, sondern ich hatte damals dann nach einem richtigen Partner gesucht. Und das leitet dann letztendlich auch die nächste Etappe in meiner Unternehmerkarriere ein, weil ich damals natürlich über Social Media einen Aufruf gestartet hatte, so nach dem Motto, so hey, ich habe eine Woche eine Finca auf Mallorca gemietet. Wer hat Bock mitzukommen? Wir machen eine Content-Creator-Woche, so habe ich das damals genannt. Also es ging einfach darum, gemeinsam guten Content, Bilder, Videos zu drehen und dann auch zu posten, alles rund um Instagram. Und habe einfach in meine Community über Stories hineingefragt, wer hat denn Lust mitzukommen? Jetzt ohne darauf zu achten, wer hat jetzt viel Reichweite, wer hilft mir da, sondern wer hat einfach Bock da drauf? Und ja, da hat sich dann tatsächlich aus dem Nichts mein jetziger Geschäftspartner Jam gemeldet, und der ist einfach mal mitgeflogen. Und wir kannten uns nicht. Wir hatten so wie wir auf Instagram geschrieben. Man lernt sich ja dadurch, man denkt ja, man kennt sich dann schon so ein bisschen, aber man kennt sich ja noch nicht. Und haben Ja, uns ist dann richtig, ja. tatsächlich vor Ort das erste Mal auch dann live gesehen und dachten so, also es waren auch noch ein paar andere Leute dabei, aber er war wirklich so die große Unbekannte. Und haben dann in der Woche gemerkt, so Mensch, bei uns, wir verstehen uns gut, wir haben eine gemeinsame Vision, wie vielleicht
digitale Medien wie digitales Marketing, Brandbuilding, vielleicht D2C-Brands, wie das wirklich so ein spannender Markt ist, der hier aufkommt und immer stärker wird in Deutschland. Und haben dann, ja, ich glaube, nach der Woche war er direkt montags bei mir dann mit dem Office. Ich hatte damals ein Office in Eschborn, so ein Keller-Office mit ein paar anderen coolen Startups gemeinsam und war dann direkt da und dann haben wir getüftelt. So, wie bauen wir es auf? Was machen wir? Werden wir eine Agency? Was ist unser Ziel? Und sind relativ früh auf den Trichter gekommen, ja, Agency ist cool. Wir sind aber vielleicht nicht die allerbesten Dienstleister. Das haben wir schon früh gemerkt, einfach weil wir zu kreativ eigene Dinge machen wollten. Und dann war die Idee, wie wäre es denn, wenn wir Produktwelten oder eine Brand für Influencer kreieren? Das war so der erste Ansatz. Also zu sagen, wir hatten damals einen Pet-Account, einen Pet-Fluencer. Also du kennst ja vielleicht den einen oder anderen Hund oder Katze, die es auf Instagram gibt, die auch irgendwie eine Million Follower hat oder so. Ja, wo du dir so denkst, so was zur Hölle, das ist ja der Wahnsinn. Und ja, da haben wir tatsächlich Kontakt aufgebaut mit einem sehr, sehr großen Account und waren uns da relativ schnell einig, dass wir da so eine kleine Produktwelt auf den Weg bringen und die dann tatsächlich über Social Media aufbauen und über die Reichweite von dem Account. Das war dann so der erste Ansatz eines größeren gemeinsamen Projektes neben den normalen Agenturkunden, die man dann hatte, so im Bereich eben Contentproduktion, Influencer-Marketing, Beratung, Social-Media-Strategien, das war so das andere Kerngeschäft. Aber dieses Thema, eigene Produkte auf den Weg zu bringen, war eigentlich das, für das wir gebrannt haben. Das hat dann leider nicht funktioniert, da hat es dann irgendwie am Ende dann doch nicht mehr gepasst und es ist ja dann auch immer, alle müssen ja an einem Strang bei sowas ziehen und deswegen hat sich das dann nicht realisieren lassen, aber es hat uns einfach gezeigt, okay, wir wollen ein eigenes Produkt, wir merken, da gibt es große Chancen, lass uns doch mal weiter brainstormen und das war dann letztendlich auch so ein bisschen ausschlaggebend für den Weg Richtung Höhle der Löwen, weil wir so überlegt hatten, hey Mensch, was ist denn eigentlich für mich als Influencer wichtig? Was mache ich denn den ganzen Tag? Und ja, als Influencer ist man im Schnitt 5 bis 10 Stunden am Handy jeden Tag. Also liegt es nahe, vielleicht können wir irgendwas machen, um diese Zeit am Handy noch ein bisschen effizienter, ein bisschen cooler zu gestalten. Und so sind wir letztendlich auf den Flapgrip gekommen und die Lösung, die letztendlich auch der Flapgrip bietet. Und für all die jetzt den Flapgrip nicht kennen, das war unsere Höhle der Löwen-Story. Es ist eine multifunktionale Smartphone-Halterung. Viele kennen den Popsocket und der Flapgrip ist besser. Und damit konnten wir auf jeden Fall eine Menge Probleme lösen und können es auch immer noch. Und ja, das war dann jetzt sind wir schon in 2019 letztendlich da dann gestartet und dann versucht, so mit den ersten 500 Stück, die wir dann ja fertig produziert hatten oder haben lassen und geschaut, okay, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ein eigenes Produkt mit einem eigenen Branding und den eigenen Kanälen, die man hat, auf den Weg zu bringen. Verkauft man da überhaupt was? Wir waren uns ja unsicher. Also klar, man kennt die ganzen Stories, ob das jetzt Gymshark ist oder es sind USA, die ein oder andere riesige D2C-Brand, die inzwischen Milliarden wert sind, ja. Aber das dann doch wirklich auch einmal selbst durchzugehen, Stück für Stück alle Prozesse aufzubauen, das war letztendlich unsere Unbekannte und da war es dann natürlich super schön zu sehen, als wir dann Anfang 2020 so richtig losgelegt haben mit unserem eigenen Online-Shop, überall selbst reingefuchst, also wir haben wirklich alles ja from scratch mit natürlich auch Unterstützung im Netzwerk, aber wirklich so viel wie es geht selbst gelernt und aufgebaut, um dann einfach zu starten und zu schauen, verkaufen wir das Ding. Das war letztendlich so die große Unbekannte. Der Flapgrip vielleicht mal für die Zuhörer, also das ist eigentlich so, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eigentlich so ein ovales, erstmal sieht, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein ovales Plastik-Ding irgendwie, was, glaube ich, hinten einfach auf die Handyhülle, glaube ich, draufgeklebt wird, richtig? Genau, richtig. Also es ist aus Silikon und in dem Silikon ist okay. Ein Federstahl, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob vielleicht die Zuhörer noch diese Snap Bracelets kennen. Das waren so, die konnte man entweder auf die Ankles beim Fahrradfahren oder so auf den Arm, so mit Reflektor, so in der Richtung, so circa funktioniert auch der Flapgrip, sodass man dann
ganz, ganz flach, wenn er aufgeklebt ist auf dem Phone, mit einem Push lässt er sich dann öffnen und dann kann man ihn als, als Media Stand benutzen, also so, dass man dann irgendwie entspannt YouTube-Videos oder die, die Netflix-Serie auf dem Smartphone anschauen kann, ohne dass dann irgendwie das Handy wieder umkippt. Jeder kennt es vielleicht, wenn er es nicht drauf hat, dass er dann irgendwie, also wenn er den Flat Grip nicht auf seinem Phone hat, dass man dann vielleicht irgendwie sein Handy an, an eine Flasche stellt oder irgendwie so ausbalanciert, wenn man was schauen möchte. Das war letztendlich so eine Lösung. Und der USP letztendlich war, dass man und ist, dass man den Flap Grip in das Lüftungsgitter im Auto einhängen kann. Und so ließ sich dann quasi in einer Halterung vermeiden, dass man einen Adapter braucht im Auto, sondern dass man dann im Prinzip verschiedene Alltagssituationen mit dem Flap Grip lösen kann, sodass das Smartphone immer perfekt im Einsatz ist und man dann auch sein Navi über Google Maps ganz entspannt mit einem Klick oder mit einem Push in das Lüftungsgitter sein Handy einsetzen kann und so dann auch als Navi verwenden kann. Und das war so der, der Haupt-USP letztendlich. Und dazu haben wir dann eigene Creatives gemacht, also einfach Werbeanzeigen uns ausgedacht und über Social Media beworben. Und ja, dann weiß ich noch, dann bin ich irgendwie ins Office gekommen und auf meinem Tisch lag ein DIN A4-Seite Ausdruck mit dem Löwen-Emoji in der Mitte. Da ich mir so, hä, das verstehe ich jetzt, das verstehe ich nicht ganz. Und dann hat das hatte Jem für mich ausgedrückt und meinte so, ja, ich hatte einen Anruf auf meinem, also er hat den Anruf auch verpasst, aber eine Nachricht wurde hinterlassen. Und damals hatte sich tatsächlich die Produktionsfirma, das ist Sony, von die Höhle der Löwen gemeldet und hat gemeint so, hey, wir finden euch spannend, bitte ruft doch mal zurück. Und das, da sind wir Ach jetzt nein, die irgendwie. haben euch proaktiv angefragt. Genau, also die haben, die scouten auch Startups, ja, die sich irgendwie, Okay. die sie halt irgendwie ansprechend finden. Über die Social Media Werbung haben sie am Ende gesehen. Also wir haben dann auch gefragt, so, hey, wie seid ihr denn überhaupt auf uns jetzt gekommen? Wir sind doch erst seit 4 Wochen irgendwie am Verkaufen und niemand kennt uns, ja, außer so, so das Umfeld und die Community. Und ja, da war ausschlaggebend, dass dann unsere Social Media Werbung, also einen 15-Sekünder letztendlich so anziehend war für die Person, die es gesehen hat von Sony, dass sie gesagt hat, komm, wir kontaktieren jetzt mal die Jungs und fragen mal, ob die theoretisch Bock hätten, sich dann offiziell zu bewerben. Also den Prozess hat man dann natürlich schon noch. Ja, also man hat dann einen ganz normalen Bewerbungsprozess, wo man ein Video einsendet, wo man eine Menge, Menge Informationen über sich und sein Unternehmen darstellt und wo man dann letztendlich die Daumen drücken muss, hey, schafft man diesen Bewerbungsprozess oder nicht? Wir wussten damals gar nicht, wie viele Leute sich da bewerben. Für uns war es eigentlich erstmal so ein Schulterklopfer. Mensch, wir machen irgendwas richtig, wenn selbst Sony uns da schon spannend für findet. Wir hätten aber nicht gedacht, dass wir eine Einladung bekommen. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil, wie gesagt, da, zu dem Zeitpunkt hatten wir erst 4 Wochen aktiv verkauft und waren jetzt da noch gar nicht so tief drin, dass man irgendwie über sowas nachdenkt. Ich kannte die Show halt schon seit Jahren und fand das auch immer ein super spannendes Format, habe super gerne geschaut und habe mich da schon auch mal so ein bisschen gesehen, da ich mir so dachte, ey, da mal zu stehen mit einem Startup so, das muss schon cool sein. Das war immer so mal so im Hinterkopf, aber hätte mir jetzt niemals gedacht, dass das so früh für uns vielleicht auch realisierbar wäre. Und ja, die Bewerbung dann eingesendet und dann die Daumen gedrückt. Und dann kam tatsächlich irgendwann der Anruf, ja, wir finden euch super, wir möchten euch zum Drehtag einladen. Und dieser Drehtag, der Anruf kam damals im, ich glaube, im Mitte Februar dann oder März, irgendwie so um den Dreh 2020. Und wir können uns ja alle leider zurückerinnern, das war dann letztendlich auch schon relativ kurz vorm ersten Lockdown. Damals wusste ja noch niemand so richtig, okay, was passiert hier eigentlich? Wir auch nicht. Wir haben nur schon das Schlimmste erwartet und hatten dann aber wirklich, ja, wie soll ich sagen, nochmal so sehr, sehr viel Glück, weil dann hieß es ursprünglich, dass der Drehtermin irgendwann im Mai, Juni stattfinden soll. Ja, darauf haben wir uns eingestellt. Das heißt, dann bist du auch noch nicht irgendwie in der Vorbereitung. Du denkst ja nicht, dass du jetzt irgendwie übermorgen vor den Löwen stehst. Und dann kam aber relativ kurzfristig danach ein Anruf, wo es dann hieß, könnt ihr in 3 Tagen zum Dreh nach Köln kommen und vor die Löwen treten? Und das war dienstags oder montags der Anruf und dann donnerstags, glaube ich, waren wir dann da und hatten dann 3 Tage Zeit, uns vorzubereiten auf unseren großen Höhle der Wahnsinn, okay. Löwen-Auftritt. Und das war
Also ich sag's dir, das waren Aufregung war drei hoch, heiße oder? Tage. Die Aufregung war heftig. Und Ja. 3 Tage durchgeackert, ja, 3 Tage irgendwie versucht, nochmal zusätzlich irgendwelche Folgen von Höhle der Löwen zu gucken, die Löwen erstmal wieder kennenzulernen, wer ist denn überhaupt in der Staffel wirklich dabei, wo liegen denn die Stärken und Schwächen auch der Löwen, darauf will man sich ja auch einstellen und wer wäre denn vielleicht auch der Traumlöwe, den man gerne hätte, ja, dann muss man die ganzen Zahlen auswendig wissen, man muss sich überlegen, okay, wir sind jetzt erst seit jetzt irgendwie 8, 9 Wochen am Markt, wo wollen wir denn überhaupt hin? Was haben wir denn überhaupt schon erreicht? Wo könnte die Reise denn hingehen? Das war ja alles super hypothetisch. Und dann überhaupt eine Summe zu formulieren, dass man sagt, ja, wir hätten gerne so und so viel Euro für so und so viel Prozent, das war ja auch alles neu. Also bis dahin war alles, was ich gemacht hatte, gebootstrapped, alles aus eigenem Geld finanziert und immer sehr pragmatisch aufgebaut. Und so ein Thema wie Investor, das kannte ich noch gar nicht. Ja, klar, vom Studium und von dem, mit was man sich beschäftigt hat, ja. Da kannte man schon viel, aber eben nicht aus eigener Hand. Und ja, 3 Tage später dann nach Köln gefahren zum Dreh, extremst aufgeregt. Also ich bin nicht so ein Mensch, der grundsätzlich aufgeregt ist bei solchen Dingen, weil ich inzwischen da auch schon ja Erfahrungen gesammelt habe, war schon öfters mal im Fernsehen oder mal eine TV-Werbung gedreht oder so. Und deswegen dachte ich mir so, Mensch, das wird doch easy. Und ich war noch nie so aufgeregt. Ja, war wirklich, du musst, ich weiß nicht, ob du Höhle der Löwen manchmal schaust. Ja, Ja. schon, ja. Und die ersten 5 Minuten bei den Pitches, das merkt man, das ist auch so ein bisschen vom Sender mit vorgegeben, dass man in den ersten 5 Minuten seinen Pitch so ein bisschen auswendig vorträgt. Das ist so, dass es die Zuschauer direkt abholt in den ersten 5 Minuten. Und das ist ja letztendlich auch eine TV-Show, die gut zusammengekürzt wird. Das heißt, man muss irgendwie sehr, sehr schnell und prägnant auf den Punkt bringen, um was geht es hier eigentlich, warum solltet ihr investieren und wie macht und was können wir? Und diese 5 Minuten auswendig gelernt, in Anführungsstrichen, das fiel mir noch nie so schwer. Ich war immer ein sehr, sehr guter Mensch zum Auswendiglernen, aber ich war so aufgeregt, ich konnte einfach kurz vor der Show meinen Text nicht besonders gut und habe das dann irgendwann aufgegeben, so ein Stück, und habe gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach so, wie es dann kommt, und wenn sich etwas ändert, dann ist es auch so in Ordnung, und dann sind wir da rein. Jem hat das super gut gemeistert und ich war einfach der aufgeregt war, und ich dachte, es wäre andersrum, es war krass. Und vor den Löwen auch zu stehen damals, ich weiß es noch, also ist ja noch nicht so lange her, und du läufst da rein, du blendest alles aus. Du siehst die Umgebung, du kennst sie aus dem Fernsehen, du fühlst dich aber nicht wie in einem Fernsehstudio. Also du nimmst keine Kameras wahr, du nimmst keine anderen Menschen wahr, und du hast einfach nur noch dein Ziel vor Augen, dich jetzt gut zu präsentieren und vielleicht jemanden davon, von deiner Idee zu überzeugen. Und atemberaubender Moment, also wirklich. Die Zeit ist im Flug vergangen. Das, was man im Fernsehen sieht, so 15, 20 Minuten pro Startup, sind meistens so 1 Stunde. Ich glaube, wir waren noch circa 1 Stunde drin mit Q&A, was dann immer noch angefügt wird. Und dort gibt es keine Unterbrechung. Also die Show, es wird alles aufgezeichnet. Alles, was du sagst, ist im Kasten. Es gibt keine Regie, es gibt kein Nochmal. Das gibt's alles nicht. Sondern so, wie man es im Fernsehen dann gekürzt sieht, ist es dann auch im Real Life. Also es keine TV-Show im klassischen Sinne in dem Moment. Und das war auch das, was mich überrascht hatte. Ich habe damit gerechnet, mit hier nochmal abtupfen, hier nochmal ein Break, oder wenn ich mich verspreche, dann machen wir nochmal einen neuen Take oder sowas. Das war alles nicht so. Also das war wirklich straight durchgezogen. Ja, kein Vier-Augen-Gespräch, aber ein wirklich spannendes Gespräch zwischen dann den Löwen und uns als Gründern und mit dem guten Und am Ende hat es dann Ausgang aber für auch uns. geklappt. Ja, wir hatten 3 Angebote tatsächlich und sind dann mit Ralf Dümmel einig geworden. Und das war letztendlich auch unser Wunschlöwe, weil wir gesagt haben, so, hey, online können wir, glaube ich, ganz gut, oder zumindest soll es unser Kerngeschäft sein und unsere Kernkompetenz weiter werden. Aber Handel und irgendwie ja, LEHs und alles, was da rumherum passiert, damit können wir noch gar nichts anfangen, wäre aber ein spannender Partner, weil wir ein massentaugliches Produkt haben, was so viele Leute wie möglich bitte sehen sollen, damit sie auch ihr Handy endlich besser nutzen können. Und deswegen dachten wir so, Mensch, Ralf ist auf jeden Fall ein perfekter Match, und er hatte das Angebot auch gemacht. Und ja, dann mussten wir da gar nicht mehr so lange überlegen und wussten, okay, das ist unser Mann.
mit dem wir die nächsten Schritte gehen wollen. Und das haben wir dann letztendlich auch so gemacht. Wenn man, Wahnsinn. ja, es war wirklich, war eine spannende Phase, weil wirklich die, manchmal fühlt man sich ja so im Leben, dass man das eine oder andere Level in Anführungszeichen überspringt und das ging fast alles zu schnell. Ja, und das dann auch noch alles in dem verrückten Corona-Jahr, wo ja Leute sowieso alles war ja von Unsicherheit geprägt. Für uns dann auch, dann kommt eine Lieferung nicht mehr an. Wir lassen in Fernost produzieren, dann war die Produktion still. Man wusste nicht, wie geht's weiter. Und all diese Themen sind zusammengelaufen mit dann trotzdem unserem größten Erfolg als Gründer und dann auch natürlich auch dem Druck abliefern zu können, weil wir haben uns als Ziel gesetzt damals, das sieht man dann oft nicht. Man sieht ja dann immer nur die TV-Show und denkt dann so, ach Mensch, und dann gehe ich mal auf den Online-Shop und dann kann ich das Produkt ja gleich kaufen und auch nächste Woche ist es dann oder direkt am nächsten Tag ist es dann schon im Handel platziert. Damit das alles so funktioniert, müssen wirklich viele Dinge ineinander greifen und wir haben uns wirklich als Ziel gesetzt, dass wir auf diesen Tag der Ausstrahlung, das war der 31.8. letztes Jahr, dass dort wirklich alles zusammenläuft. Und wir haben versucht, wirklich jede Stellschraube so anzuziehen, dass es irgendwie den maximalen Erfolg bringt. Und das damals noch die wenigsten Startups gemacht haben und leider immer noch viel zu wenig tun. Also ich schaue die Show immer noch jede Woche an und check dann immer so Sachen wie, wie ist der Online-Shop? Ist er abgestürzt oder funktioniert er noch? Wie stehen Sie auf Social Media da? Gibt es Social Media Kampagnen? Sind Influencer da, die direkt das Produkt irgendwie promoten? Und leider ist da oft ein Nein dahinter zu setzen. Und wir wollten eben all diese Dinge bejahen, weil da kommen wir her, da fühlen wir uns wohl. Und das wollten wir dann auch so mit Fernsehen, Handel und eben digitale Medien alles zusammenführen und so maximalen ja, Buzz zu erzeugen und das war unser Anspruch und das ist uns auch soweit ganz gut gelungen. Wir waren damals super happy. Also die Ausstrahlung lief super. Wir hatten unglaublich viel Presse. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also es waren auch so wieder so surreale Momente. Du hast ja auch, glaube ich, hast du einen eigenen Shop aktuell? Als Nee, Zwischenfrage an ich habe dich. keinen eigenen Shop. Ich überlege es immer mal wieder, aber ich habe nichts. Nee, habe ich nicht. Und ja, also wenn man so seinen eigenen Shop hat und damit anfängt und vielleicht in einen Shopify Store oder sowas und dann mal so die ersten Leute live auf der Seite sieht, ja, dann ist es schon so, wow, da ist gerade jemand auf unserem Store unterwegs und kauft vielleicht was. Und bei Höhle der Löwen war das dann so 45.000 Website-Besucher gleichzeitig. Also eine Ach, Zahl, die man Wahnsinn. sich Okay. überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, also wirklich, wirklich irre. Und diese Welle, sage ich mal, reiten wir seitdem, ruhen uns aber nicht aus. Weil uns auch bewusst ist, dass der Flapgrip und die Handyhalterung, das kann man auch relativ offen kommunizieren. Also es ist jetzt einfach kein Feld, was sehr, sehr viel Luft hat. Also es ist ein sehr, sehr günstiger Artikel. Und um diesen Artikel erfolgreich verkaufen zu können, online muss man schon sehr, ja, sehr tief in die Trickkiste auch greifen, in Anführungsstrichen, dass man eben gute Werbung hat, ein ansprechendes Produkt und eine tolle Seite, weil die Konkurrenz groß ist inzwischen. Jeder will auf Social Media erfolgreich sein mit seinen Produkten und da ist die Luft dünn. Deswegen ruhen wir uns nicht aus, entwickeln weiter an weiteren Produkten für Flapgrip, aber auch an weiteren Themen neben jetzt Flapgrip geht es natürlich auch noch weiter. Und so schließt sich am Ende der Kreis. Überall lässt sich wiederfinden, dass inzwischen meine Reichweite als Social Media Influencer weiterhilft, dass mein, sag ich mal, mein Nerd in mir drin im Bereich Performance Marketing, Online Marketing sich für alle möglichen Bereiche einsetzen lässt und so kommt dann letztendlich auch oder so ist der Weg meiner Unternehmerkarriere ja durch die Bank weg zu sehen und da stehe ich jetzt auch aktuell. Also immer noch alles sehr dynamisch. Es tut sich die ganze Zeit immer viel und ich freue mich über alle spannenden Projekte, die jetzt auch noch kommen. Jetzt habe ich ziemlich lange Also geredet. super, super interessanter. Ich hoffe, Nee, man mega konnte interessante mir Einblicke. folgen.
Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also wirklich mega interessant, auch mal so diesen ganzen Werdegang irgendwie zu verfolgen und wie da sich eins zum anderen irgendwie ergeben hat. Das ist ja auch immer irgendwie spannend, ne? Und weil man fragt sich, na, okay, wie kommt man jetzt, keine Ahnung, wie kommt man hin, dass ich bei der Höhle der Löwen irgendwie ein Produkt habe und einfach mal zu sehen, wie viele Schritte eigentlich davor erfolgt sind, ne? Und irgendwie hat jedes Zahnrädchen dann am Ende so ein bisschen ineinander gegriffen, um jetzt mal in diese Uhrensprache zu bleiben. Richtig. Und am Ende stehst du jetzt heute da, wo du stehst. Also super, super interessant. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen auf das Thema Uhren zu sprechen kommen. Sehr gerne. Ich verfolge dich ja so auch bei Instagram und man kriegt es ja mit, du hast da auf jeden Fall eine Leidenschaft, du hast so eine Begeisterung für. Wie kommt es dazu oder wie kam es dazu? Was war denn auch vielleicht deine erste Uhr? Ist eine gute Frage. Habe ich mich nämlich auch schon öfters mal gefragt, was eigentlich so der ausschlaggebende Punkt war. Und ich bin inzwischen so ein bisschen davon überzeugt, dass man das so ein Stück weit, ich weiß nicht, da kannst du auch noch was dazu sagen, so ein bisschen im Blut hat, ob man sich für dieses Thema wirklich begeistern kann oder ob es nur so an einen rangetragen wird und vielleicht irgendwie bei dem einen oder anderen so als, ja, als Statussymbol oder ich finde sie ganz schön, aber oder ob es intrinsisch in einem so ein bisschen drin ist, dass man einfach dass man eine mechanische Uhr und ein Uhrwerk und alles was und Zeit, dass man das irgendwie so anziehen findet, weil das ist schon sehr lange so. Aber es ist eben noch nicht so lange so, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe wirklich viel Geld dafür aus. Das hat wirklich erst in den letzten 3 Jahren angefangen und meine erste Uhr war von meinem Vater. Das war eine Breitling Jupiter. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Cool. Ja, doch, klar, kenne ich. Und das war so das erste Mal, so Breitling, das kann ich damals nur von meinem Vater oder dann vielleicht mal von dem einen oder anderen Deutschrapper, ja, in irgendeinem Song, aber nicht, dass ich selbst eine hätte. Ja, das war weit, weit von mir weg und das war damals meine erste Uhr. Und durch meinen Vater, der halt auch immer eine Uhrensammlung hatte, aber ganz anders, als ich es jetzt aufbaue, sondern wirklich immer so dem nächsten super Deal hinterher eifern und sich sehr, sehr lange mit einzelnen Uhren zu beschäftigen und auch nicht so die klassischen Stücke in der Sammlung, die man jetzt irgendwie erwarten würde. Und da bin ich dann doch ein bisschen anders. Also ich hatte dann mir in Los Angeles, ich war mit meiner Verlobten ein paar Monate in Los Angeles für ihr Auslandssemester und als Digitalunternehmer hat man es ganz gut. Da kann man wirklich auch von überall arbeiten und auch als Influencer war das dann cool, dort mal in den US-amerikanischen Markt reinzuschnuppern. Und dann war das so ein typischer Rodeo-Drive-Tag, dass man gesagt hat, Mensch, heute geht mal was, heute gönnt man sich mal was. Und irgendwie, und das ist auch nicht so typisch, war dann meine erste Luxusuhr, die ich mir dann so gekauft hatte, eine Cartier Santos, die für mich auch immer noch wirklich so, ich gucke die an und Sehr schön. ich liebe diese Uhr. Ich finde die einfach wunderschön. Und die verbindet so Tradition, auch von den Formen her und Cartier als Haus auch super spannend mit der Moderne. Und dieses, das ja, ich kann es gar nicht Absolut. anders beschreiben. Deswegen war das für mich die erste Uhr. Damals war so Thematiken wie, wie ist jetzt der Werterhalt oder finde ich die vielleicht irgendwo anders nochmal zu einem besseren Preis? Das war gar nicht so wichtig. Es ging auch so ein bisschen um die Gesamtexperience und ich glaube, darum geht es ja insgesamt auch. Es ist ja auch so ein bisschen einfach ein Game. Und die Cartier Santos war dann für mich meine erste Luxusuhr, die ich mir gekauft hatte. Und ich schaue sie mir gerade auch an und ich denke mir dann immer noch so, ja, alles richtig gemacht. Ich liebe sie immer noch. Du, also mega, mega geile Uhr. Der Raff, der auch einer der Co-Hosts hier von diesem Podcast, der wird sich freuen. Der ist absoluter Cartier-Liebhaber. Und wir haben schon des Öfteren über Cartier auch hier gesprochen im Uhr-Talk. Und die Santos ist aus meiner Sicht für mich persönlich auch so die schönste Cartier, die mich auch so am meisten anspricht. Da überlege ich auch immer wieder, ob die nicht mal in die Sammlung kommen sollte. Finde ich eine tolle Uhr. Und auch sehr, sehr interessant, dass das so quasi deine erste Luxusuhr war, die du dir dann so selbst gekauft hast. Was hast du denn jetzt dann noch in der Sammlung? Also ich weiß jetzt, oder du hattest schon am Anfang jetzt auch erzählt von der Tudor Royal oder Tudor Royal. Du hast eine Datejust 41 mit dem Wimbledon Dial. Ich glaube, du hast noch eine GMT Tudor, ne? Richtig, Black genau, Bay. die habe ich auch noch und die ist auch für mich, also wie gesagt, ich bin inzwischen wirklich so ein Tudor-Liebhaber geworden, weil ich die Brand einfach spannend finde. Ich mag, wie sie aktuell sich entwickeln, wie sie ihr Marketing gestalten und dass sie so ein bisschen
vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger einfach sind, wie jetzt klassische Hersteller wie dann auch Rolex. Dennoch war es so, dass die Datejust für mich so das, die, der erste Berührungspunkt dann auch war mit der Thematik, wie bekommt man überhaupt so eine Uhr? Und das ist ja auch für viele, wenn man jetzt meine Community ist ja ein bisschen weiter gesplittet als jetzt deine. Natürlich, für deine Zuhörer ist das natürlich alles vollkommen klar, dass man eine Rolex nicht einfach im Laden bekommt. Für mich war das damals auch schon klar. Aber wie lange man dann vielleicht wirklich mal warten muss und was es überhaupt heißt, vielleicht auch ein Verhältnis zu seinem Konzi aufzubauen Es ist und verrückt, es wie ist das verrückt, alles ja. funktioniert. Und da bin ich ja immer noch total am Anfang. Ja, da kannst du mir vielleicht noch mal ein paar Tricks noch mal sagen. Das fände ich vielleicht ganz spannend. Aber also es ist so eine Welt für sich, die man erstmal verstehen muss, dass man für einen Luxusgegenstand, den per se für den Preis niemand braucht, warten muss. Und dass man den nicht bekommen kann und dass es dann eine Ehre ist, in Anführungsstrichen, dann den vielleicht den Zuschlag zu bekommen. Das muss man erstmal so ein bisschen verstehen. Und das ist, glaube ich, auch in der Uhrenwelt so etwas, was dann auch irgendwie so ein bisschen so eine Hassliebe ist, oder? Also für mich ist es zumindest so. Absolut. Also ich finde es auf der einen Seite Du macht es genau das aus. Das ist diese Jagd. Und ja, ich will diese Uhr irgendwie Liste bekommen, weil es muss doch machbar sein und ich bin geduldig und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es so, meine Güte, ich hätte die jetzt echt gerne und sie kostet ein Vermögen für mich. Und jetzt kann es doch nicht sein, dass ich so lange darauf warten muss. Also da stehe ich immer wieder mal so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und bei der Datejust hatte ich dann damals zumindest so einmal so diese Satisfaction, diese Befriedigung, Mensch, es hat jetzt mal geklappt. Du, ich kann ich absolut nachvollziehen. Also man muss ja auch wirklich sagen, das ist ja auch verrückt, ne? Also da ist man ist da sogar bereit, schon, was weiß ich, 8, 9, 10.000 Euro und mehr teilweise auszugeben. Und dann kannst du nicht, weißt du? Dann darfst du quasi nicht, ja? Hast gar nicht die Möglichkeit oder dir wird diese Möglichkeit nicht eingeräumt. Und gleich im Atemzug kriegst du dann eben mit oder siehst halt, wie andere diese Möglichkeit haben. Auch gerade über Social Media hast du ja keine Ahnung, braucht man nur einmal nach irgendwie den Hashtag, was weiß ich, Datejust41 einzugeben oder was auch immer. Und du siehst unglaublich viele Beiträge und du siehst irgendwie, es haben ja scheinbar sehr viele Leute diese Uhren, ja. Und wenn du auch mal irgendwie suchst online, keine Ahnung, bei Chrono24 oder sonst wo, es werden so viele dieser Modelle angeboten. Das heißt, offensichtlich sind die ja irgendwie da draußen, aber ich persönlich krieg sie nicht. Warum krieg ich sie nicht, ja? Also dieses Thema Hassliebe absolut fühle ich 100%. Ich glaube, da können alle irgendwie Uhrenliebhaber auch so ein bisschen ein Lied von singen. Natürlich ist es auch, muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch spannend, ja, eben weil wie du es halt sagst, so die Jagd dann dieses Modell dann vielleicht doch zu bekommen, ja, und das ist eine verrückte Welt, definitiv. Und wer da jetzt erstmal, sage ich mal, da noch gar keinen Einblick hatte, wer sich da jetzt gar nicht so tief in dieser Bubble befindet und da genau weiß, wie das alles tickt, für den ist das natürlich auch erstmal unvorstellbar, ne? Und ich werde auch ganz oft noch von Freunden, die es auch mit Uhren an sich gar nicht viel zu tun haben, gefragt, hey, ja, keine Ahnung, mir gefällt jetzt hier diese oder jene Rolex gut. Kann ich die haben? Kannst du mir die besorgen? Und ich so, ja, ich kann sie dir besorgen, aber dann halt nur zu dem Marktpreis vielleicht. Ne? Der ist dann halt aber vielleicht auch das Doppelte von dem Preis, den du im Laden zahlen würdest. Und so, ja, warum kriege ich die nicht im Laden? Ja, eben, weil das halt sehr, sehr schwierig ist. Ne? Das ist schon eine ganz verrückte Materie, muss man echt sagen. Und gibt dir da vollkommen recht. Und ich glaube halt, Tudor ist da tatsächlich eine sehr schöne Alternative, wenngleich man natürlich auch merkt, dass Tudor auch in den letzten Jahren mittlerweile eine sehr große, also sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Zu Recht natürlich auch, weil die Qualität auch wirklich gut ist. Und auch da hast du ja zum Teil Wartelisten auf gewisse Modelle gehabt. Also das ist also zum Beispiel jetzt die Black Bay GMT, auch Ja. die, da musstest du sehr, sehr lange für warten, als sie anfangs rauskam. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen entspannter, aber auch nach wie vor ist es keine Uhr, die du standardmäßig jetzt überall bei einem Tudor-Konzessionär im Schaufenster siehst, ne? Und Richtig. das ist schon eine verrückte Situation in Summe, muss man wirklich sagen. Gibt es für dich irgendwie sowas? Du hast ja auch vorhin schon so von dem Thema Sammlung gesprochen. Also orientierst du dich da an irgendeinem Schema, wenn du Uhren kaufst? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Kaufst du einfach, was dir gefällt? Suchst du die irgendwie aus, weil sie zu einem gewissen Stil passen, zum Beispiel auch? Ich meine, du machst ja auch Bilder, ne? Also deshalb könnte das ja auch vielleicht ein Kriterium sein, dass du sagst, irgendwie die Uhr muss irgendwie zu gewissen Outfits vielleicht auch matchen. Wie baust du dir da deine Sammlung auf oder nach was schaust du da? Also die Cartier hat so ein bisschen beschrieben, da habe ich mich einfach wirklich vom Design leiten lassen und auch so vom Gefühl her, dass ich sage, okay, ich will etwas Klassisches, aber es soll auch
im Lifestyle mit Lederjacke funktionieren. Und da so eine Kombination zu finden, war mir für den Start schon wichtig, weil ich bin ja schon sehr Lifestyle- und Fashion-lastig mit meinen Inhalten. Deswegen war es mir da auch wichtig und es ist auch immer noch, dass die Uhren, die ich mir auch kaufe, da dann gut dazu passen. Ja, wer ich bin und auch das, was ich nach außen dann trage. Deswegen schaue ich da schon drauf. Man kann mich gar nicht so richtig kategorisieren, dass man jetzt sagen würde, ja, ich wäre jetzt irgendwie nur auf einen Hersteller, oder ich würde jetzt Tudor, finde ich jetzt super, aber ich kann mich auch für wirklich durch die Bank weg ganz, ganz viele Hersteller begeistern. Für mich ist der Gedanke dann wirklich immer mehr so dieses Design und dieses Feeling, zieht die Uhr mich an, zieht die Uhr mich nicht an. Deswegen bin ich da wirklich noch so in so einer Experimentierphase, würde ich mal sagen. Stehe auch noch relativ am Anfang, was jetzt hier die Sammlung auch angeht und sage einfach, ich lasse mich da nicht in eine Ecke treiben. Ich habe da auch noch gar nicht so diese Präferenzen. Es muss für mich einfach Klick machen bei einzelnen Modellen und dann steigert man sich halt einfach so ein bisschen rein, verliebt sich zu sehr in ein Modell und dann muss es irgendwie genau diese Uhr sein. Das kennst du ja sicherlich auch. Aber ich bin da wirklich sehr offen und ich versuche diesen Match schon immer wieder zu halten zu dann eben auch meinem Leben, was ich nach außen trage. Und da merke ich einfach, das ist so ein bisschen wie ich auch bin. Das ist nicht nur die eine Richtung, sondern das sind verschiedene Einflüsse, die ich dann einfach spannend finde. Und mein Auge erfreut sich dann daran, wenn ich irgendwie zu meinem Outfit dann die Cartier trage, auch mit Lederjacke und gleichzeitig kann ich sie dann abends aber auch anziehen, irgendwie mit Hemd und Sakko. Das ist dann so ein Moment, den ich dann super spannend finde. Und dann ist irgendwie der Tag vergangen und es ist Wochenende und ich ziehe dann doch mal irgendwie zu einem besonderen Dinner dann die Datejust an, ja, wo ich mich vielleicht auch schick für mache. Und dann bin ich wieder zu einem Trip unterwegs. Und nehme da meine GMT, die da definitiv so eine Rolle gespielt hat, diesen Travel-Lifestyle mit einer GMT so zu verbinden, im Urlaub zu sein mit Leinenhemd, dann aber auch im Flieger zu sitzen und in dem Moment die Zeitzone zu definieren. So, das sind dann schon auch so Elemente, die da definitiv so vom Tool-Charakter zusammen mit dem Stil und meinem Lebensstil sozusagen dann zusammenfließen. Also das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also sehr, sehr interessant, was du da beschreibst, weil bei mir ist es nämlich auch tatsächlich auch mal so der Punkt, wenn ich mir eine Uhr kaufe, überlege ich immer, in welchen Situationen würde ich diese Uhr anziehen. Und das hatte ich jetzt vorhin auch schon mal beim Audio Wrist Check, als ich jetzt über die Vacheron Overseas gesprochen hatte, so ein bisschen gesagt. Das ist zum Beispiel so eine Uhr, die ich jetzt sehr, sehr schätze, einfach dadurch, weil sie sehr vielfältig ist, auch mit den verschiedenen Bändern. Und dann weiß ich genau, jetzt zum Beispiel jetzt heute sitze ich jetzt hier zu Hause, arbeite aus dem Homeoffice, habe jetzt hier irgendwie so ein Sweater an, so einen blauen, oder habe ich jetzt irgendwie heute am blauen Kautschukband an und war heute Nachmittag dann kurz mit dem Fahrrad mal ein bisschen unterwegs und da hat die dann auch gepasst. Andersrum ist es dann aber auch eine Uhr, wenn ich weiß, ich müsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen schicker irgendwie mit Hemd oder was auch immer, dann sieht sie halt echt super cool an diesem Edelstahlarmband aus. Also ich überlege mir immer so, was sind so meine Situationen im Alltag, die ich regelmäßig so habe und welche Uhr würde dazu passen. Und ich komme dann manchmal zu einem Schluss, dass gewisse Uhren einfach in meinen Lifestyle aus meiner Sicht nicht so reinpassen, weil ich einfach sage, für die habe ich zu wenig im Alltag, vielleicht zu wenig Anwendungszwecke. Zum Beispiel so eine reine Dresswatch oder sowas, das ist sowas, was mich meistens nicht so abholt, weil ich sage so, ich war früher lange Zeit Unternehmensberater, da habe ich viel Anzug getragen. Mittlerweile siehst du mich selten im Anzug, habe ich eigentlich auch meistens keinen Bock drauf. Hemd oder so gerne, aber so klassisch jetzt irgendwie so Anzug mit früher auch mit Einstecktuch und Krawatte und allem drum und dran, irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, ja. Das heißt, so diesen Anwendungszweck für diese Dresswatch, so dieser schicke, sehr schicke Anlass, habe ich fast gar nicht mehr. Und ansonsten alle anderen Uhren, die ich habe, die kann man vielleicht auch schick kombinieren, aber musst du eben nicht so tragen, ne? Und das sind immer so Sachen, die spiele ich im Kopf so gedanklich auch durch, wenn ich eine Uhr kaufe. Das spielt für mich schon eine Rolle. Wie ist das bei dir? Also überlegst du dir das halt auch irgendwie, wie kombinierst du Uhren mit Outfits und gibt es da vielleicht aus deiner Sicht auch irgendwelche No-Gos? Gibt es Sachen, die du auf gar keinen Fall machen würdest? Das ist eine gute Frage, weil inzwischen bin ich so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass man wirklich, sage ich mal, ein bisschen wilder auch kombinieren kann. Also du hast es jetzt so beschrieben, dass so eine totale Dresswatch auf den Anzug, die Dresswatch auf den Anzug ist vielleicht so der offensichtliche Match.
Aber sie kann letztendlich auch, sage ich mal, der Icebreaker sein oder das oder der Kontrast zu einem ganz anderen Outfit. Also wenn ich jetzt irgendwie mit einem T-Shirt Also zu einfach nur aus dem Haus Sweatpants und gehe. Hoodie zum Beispiel. Genau, oder ja, Oder genau, so, oder ja. genau sowas. Und das geht in Ja. beide Richtungen. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt aktuell einen Hoodie an. Und die Tudor Royale wirkt schon so ein bisschen flashy jetzt an meinem Arm, wenn man jetzt sich so den Rest des Outfits gerade anschaut. Aber das ist dann vielleicht genau der Kontrast, den ich erzeugen möchte, weil ich jetzt als Mann bis vielleicht auch noch mal ein Kettchen oder irgendwie ein Armreif oder irgendwas in der Richtung nicht unbedingt so viel anderes habe, um mich irgendwie auch nach außen zu tragen. Und für mich sind es dann oft die Kontraste, die dann eine Person auch spannend macht. Also wenn etwas zu sehr in einem Guss ist, die Dresswatch auf den Anzug, dann ist es sehr, sehr zu erwarten. Aber wenn man auch mal das umdreht und dann vielleicht auch mal mit einer Uhr, die nicht offensichtlich dazu passen würde, den Stil bricht, dann finde ich das definitiv eine spannende Sache. Gleichzeitig ist es auch so, du hast es jetzt auch beschrieben, du findest es toll, wenn du eine Uhr in jeder Umgebung tragen kannst und sie dort nicht irgendwie verloren oder fehl am Platz aussieht. Und das finde ich auch super. Also ich struggle da beispielsweise aktuell, was habe ich denn überhaupt beim Sport an? Ich jetzt aktuell noch haben wir die Fitnessstudios offen. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber wenn ich jetzt irgendwie morgens im Gym war, ist es für mich schwierig, eine Uhr anzuziehen, außer es ist eine Uhr, die im Gym funktioniert und danach im Büro. Und danach vielleicht nochmal irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, wenn man dann abends entweder auch nur nochmal irgendwie eine Runde Sport oder man sitzt dann eben auf der Couch und möchte seine Uhr nicht ausziehen, weil man erfreut sich ja auch zu Hause auf der Couch an der Uhr. Und dann ist es dann schon auch manchmal so die Kombination, die Spaß macht. Und da muss ich sagen, hat meine Sammlung auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Vielleicht hast du auch noch mal einen Tipp, weil die meisten Stahl-Watches, so, die sind dann doch sehr, sehr schwierig über den gesamten Tag zu kombinieren, außer eben mit einem anderen Band. Und da bin ich inzwischen Fan irgendwie von Kautschukbändern, die das Ganze so sehr, sehr stark aufbrechen. Ich finde, in Kautschukbändern hat man Mega, wirklich so diese Kontraste in sich, ja. Also da kann eine stilvolle klassische Uhr, beziehungsweise eher so eine, nehmen wir mal eine Skydweller an einem Kautschukband, ist schon doch eine ziemlich bolde Entscheidung, das so zu machen. Und ich glaube, die könnte wirklich in vielen Lebenslagen trotzdem funktionieren und man würde es jetzt nicht so erwarten. Und das ist sowas für mich, das finde ich super spannend. Und daran möchte ich beispielsweise auch noch an meiner Sammlung arbeiten, um dort dann eben auch noch versatiler im Alltag zu sein. Gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man jetzt, ich bin so ein Typ, ich trage auch gerne, wie gesagt, beispielsweise Lederjacken, und dann in der nächsten Situation, als Influencer hat man das auch oft, dann habe ich irgendwie drei verschiedene Outfits am Tag an. Und dann ist es dann doch manchmal auch der klassische Look einer Rolex Datejust, der dann zu allem da passt. Ja, flashy, aber auch classy. Und das funktioniert dann in alle Richtungen. Und das macht dann auch Spaß, so zu tragen. Also richtig, richtig, richtig witzig, was du da sagst, weil tatsächlich sind es ganz oft diese Fragen, die ich mir halt eben auch stelle. Und für mich ist auch mittlerweile so die Geheimwaffe echt das Kautschukband, was ich früher total, also komplett unterschätzt habe, muss ich echt zugeben. Also als ich so mit den Uhrending angefangen habe, dann waren es irgendwie klassisch und haben mir Lederbänder haben mir gut gefallen. Und dann irgendwann kam ich immer mehr auf so Stahlbänder, weil ich sagte, irgendwie so ein Stahlband ist halt was Universelles. Das passt im Zweifel halt auch farblich halt irgendwie zu den meisten Outfits dazu. Ja, das kannst du eigentlich immer ganz gut kombinieren. Ich habe zum Beispiel immer so ein Thema, ne, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel schwarze Lederjacke, ja, dann würde ich auch nur einen schwarzen Gürtel dazu anziehen, kein Braun oder sowas. Und dann müsste im Zweifel das Lederband der Uhr halt auch bei mir schwarz sein. Ja, oder halt vielleicht was ganz anderes, was eine ganz andere Farbe ist, aber dann könnte kein braunes Lederarmband zum Beispiel. Das wäre mir, für mich im Kopf wird das nicht gehen. Und da ist dann halt immer so das Ding, dass halt so ein Edelstahlarmband natürlich irgendwie so eine klassische Alternative, die gut geht. Muss aber sagen, dass ich halt mittlerweile so Thema Allzweckwaffe ist echt oftmals echt so ein Kautschukband, weil es irgendwie den Look auch nochmal ein bisschen, es macht den Look irgendwie sportlicher. Es ist halt, wie du sagst, es ist halt sehr breit einsetzbar. Du kannst es eben beim Sport tragen. Du kannst es aber auch, wenn du es irgendwie cool, wenn es irgendwie so ein bisschen als Kontrast vielleicht auch zu einem sehr schicken Outfit tragen. Also das kann man durchaus auch mal machen, um dann vielleicht auch eben so ein bisschen diesen Stilbruch herbeizuführen, ja. Also das ist für mich mittlerweile echt so ein Ding, wo ich sage, ich finde Kautschukbänder mittlerweile richtig, richtig cool, und trage die extrem gerne. Also ich
hab's, wie gesagt, bei meiner Waschuhr zum Beispiel trage ich jetzt im Moment auch sau auf dieses Kautschukband dran. Aber auch andere Uhren habe ich ganz oft am Kautschuk, weil es mich irgendwie, weiß ich nicht, das ist so universell einsetzbar. Das finde ich irgendwie immer gut. Was mich mal interessieren würde. Was ich noch ganz interessant finde. Ja. Ja, bitte, bitte. Genau. Weil, also bitte. Für mich ist so sehr, sehr spannend auch die Kombination aus verschiedenen Materialien. Und ich muss sagen, ich fühle mich zu einer Marke wie Hublot schon auch hingezogen. Aktuell, da leidet dann so ein bisschen dieses Herz, wenn es dann trotzdem darum geht, wie ist da vielleicht der Wertehalt, die Preise, weil da kann man jetzt sagen, darauf achtet man nicht, aber wenn man ehrlich zu sich ist, zumindest ist es bei mir so, da achte ich dann schon auch drauf, weil es für mich einfach jede Uhr ist für mich ein Investment aus der Perspektive, dass es sehr, sehr viel Geld ist. So bin ich einfach aufgewachsen. Das ist nichts Alltägliches für mich. Und es wird nie alltäglich sein, dafür irgendwie so viel Geld auszugeben. Und dann spielt es einfach so eine Rolle. Dennoch ist es für mich so, ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, ich finde die super spannend, ich mag den Look, ich mag die Kombination aus verschiedenen Materialien, weil sie dann eben letztendlich auch so einen Kontrast in sich bilden, weil wer erwartet eine Uhr, die irgendwie vielleicht Kautschuk, Band, verschiedene Legierungen und dann vielleicht doch aus Titan, ja, also das ist so, das ist für mich einfach was Spannendes. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Sollte man sowas dann einfach nach Bauchgefühl dann trotzdem machen oder hast du da eine Empfehlung? Das hätte ich, würde mich immer interessieren. Also ich bin ganz großer Hublot-Fan, muss ich dazu sagen. Und vielleicht, um dir da so ein bisschen auch die Angst zu nehmen, was du gesagt hast bezüglich Preis oder Werterhalt letztlich, die Frage kriege ich sehr häufig auch gestellt. Oder das ist auch sehr häufig so das Argument gegen gewisse Modelle, weil es dann immer heißt, naja, wenn ich damit aus dem Laden rausgehe, dann ist die halt nur noch 40% irgendwie, oder verliere ich 40% des Wertes oder sowas. Das ist natürlich alles richtig, aber richtet sich immer ein bisschen auch danach, zu welchem Preis kaufst du diese Uhr. Ne? Und in dem Fall zum Beispiel, wenn du dir jetzt eine Hublot kaufen würdest oder möchtest, dann würde ich im Zweifel halt einfach empfehlen, dann schau dich doch einfach mal um auf dem Gebrauchtmarkt oder auf dem Graumarkt, wie auch immer, ne? Und dann kriegst du die Uhren ja schon mit gewissen Abschlägen einfach und kannst den Wertverlust, den du nach Erhalt der Uhr hast, einfach auch minimieren oder beziehungsweise auch im Zweifel auch ausschließen. Ne? Also das ist ja immer, das richtet sich ja immer ein bisschen nach dem Einkaufspreis, den du hast. Und ich bin der Meinung, du kannst sehr getrost eigentlich einen Großteil der Uhren draußen am Markt kaufen, wenn du einfach weißt, zu welchem Preis muss ich sie kaufen. Und so bin ich zum Beispiel auch immer unterwegs. Also ich habe mich schon sehr, in den letzten Jahren sehr fröhlich so durch die Welt der Uhren geflippert, sage ich mal. Ich habe immer wieder Sachen gekauft und eine Zeit lang getragen. Wenn ich keine Lust mehr drauf hatte, habe ich sie wieder abgegeben. Und ich hatte bestimmt jetzt in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, mindestens 80 Luxusuhren irgendwie in meiner Sammlung gehabt. Oh, Wahnsinn. Mittlerweile sind jetzt im Moment, habe ich vielleicht jetzt, weiß ich nicht, 15 gerade hier, also nicht zu Hause, aber im Schließfach oder zum Teil hier auch zu Hause. Also das heißt, ein Großteil dieser Uhren sind irgendwann wieder gegangen. Und ich würde mal behaupten, dass ich vielleicht maximal 3 Uhren mal wirklich einen Verlust eingefahren habe und davon war es bei 2 Mal auch wirklich bewusst, dass ich einfach gesagt habe, ich will jetzt einfach diese Uhr haben, mir ist jetzt auch vollkommen egal, was die jetzt irgendwie, dass die, ja, vielleicht später weniger wert ist, ich wollte einfach in dem Moment diesen Kauf einfach machen, ja. Und insofern, es ist immer die Frage halt, zu welchem Preis kaufst du, ne? Und du kannst, glaube ich, ganz getrost eine Hublot kaufen, genau wie du eine Breitling oder sonst was kaufen kannst, ja. Ist natürlich immer so die Frage, zum Beispiel auch bei Rolex-Modellen, ne, wenn sie jetzt halt so stark jetzt über Listenpreis gehandelt werden, ist immer die Frage, wenn ich sie jetzt zum Beispiel zu diesem Preis kaufe, wird dieser Preis immer so bleiben? Keine Ahnung, das ist natürlich dann sehr spekulativ, ja. Also da bin ich dann auch mal vorsichtig, also ich tue mir immer grundsätzlich schwer, über Listenpreise zu kaufen, aber auch das kann manchmal Sinn machen, ja, wenn du weißt, hey, das ist nach wie vor trotzdem im Vergleich zum Marktwert ein guter Kurs, auch dann kann das Sinn machen. Aber deshalb, ich will nur sagen, da braucht man gar nicht so viel Angst haben. Und was Hublot jetzt allgemein anbelangt, muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht echt tolle Marke und ich finde, die machen wirklich großartige Sachen. Also ich finde, die sind, aus meiner Sicht ist Hublot die Marke, die hat absolut das Zeug zum modernen Klassiker, zur modernen Ikone und ich glaube zum Beispiel, wenn du in 20 Jahren auf den Uhrenmarkt schaust, dann wirst du dir die heutigen Big Bang Modelle anschauen oder die von vor 10 Jahren und wirst sagen, wow, ja, also das ist irgendwie eine Ikone, weil ich glaube, die haben damit ein Design entwickelt, das gefällt erstmal nicht viel oder vielen auch nicht, ja, das polarisiert auch, das ist auch so und dann auch so, wie du schon sagst, die Kombination aus verschiedenen Materialien und teilweise sind sie dann natürlich auch sehr crazy unterwegs mit, wenn du jetzt komplett irgendwie bunte Saphirglasmodelle hast mit irgendwie rotem Saphirglas oder gelber Keramik oder solche Geschichten, was halt schon sehr, sehr ja, auffällig und laut ist, ja, das
das muss einem natürlich gefallen, das ist immer Geschmackssache, aber so die klassischen Modelle, ja, so mit Titan und Keramik, keine Ahnung, dann hast du dann bei vielen Modellen ja mittlerweile diese Bandwechselsysteme, wo du dann irgendwie per One-Click irgendwie verschiedenartige Bänder dran klipsen kannst und dadurch dann zum Beispiel noch ein bisschen vielleicht auch Farbe oder keine Ahnung, kannst mal ein Lederband oder mal ein Kautschukband oder was auch immer wechseln. Das ist schon, muss ich sagen, das ist schon wirklich richtig cool. Und das sind auch Uhren, wo ich auch nach wie vor sage, hey, gefallen mir echt gut. Ich glaube, die haben, sind irgendwie moderne Klassiker aus meiner Sicht. Die sind qualitativ sehr gut und die kannst du dann auch wirklich cool kombinieren. Ja, also ist, glaube ich, nichts, wo du was verkehrt machst. Ja, spannend. Weil ich glaube, sie würde in dem Bereich, würden die ein oder andere Uhr ganz gut zu mir passen. Ja, und zu dem, wie ich jetzt auch, sage ich mal, momentan sie in mein Leben auch integrieren kann. Weil ich finde irgendwie nichts schlimmer aktuell als eine Uhr, die nicht getragen wird. Deswegen will ich auch, wenn meine Kollektion immer ein bisschen weiter wächst, dann würde ich auch irgendwann anfangen damit, da wieder Abstriche zu machen und beziehungsweise Uhren auch wieder zu verkaufen. Da bin ich ganz ehrlich, da bin ich noch der Noob, also in dem Bereich bin ich einfach noch nicht unterwegs, sondern ich bin immer noch auf der Jagd nach den Uhren, die ich haben will und habe noch keine relevante wieder abgegeben. Wenn der Zeitpunkt aber wieder kommt, dann wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich eine Kollektion so haben möchte, von Uhren, die ich auch trage. Außer es handelt sich dann wirklich nur noch um Investments und dann würde ich die ja im Prinzip ja noch nicht mal mehr die Sticker abmachen. Da kann man bestimmt auch nochmal hinkommen irgendwann, aber da bin ich aktuell nicht. Aktuell liebe ich es einfach, Uhren zu tragen. Dafür sind sie auch gemacht. Also das ist auch einfach das Schönste an so einer Uhr ist ja einfach auch, wenn du sie trägst. Also schön ist natürlich auch, wenn du weißt, hey, die hält natürlich ihren Wert oder vielleicht steigt sie im Wert oder wie auch immer. Aber ich sage halt immer so, für mich ist so der Sweet Spot irgendwie zwischen beiden. Irgendwie ich trage sie und vielleicht habe ich trotzdem etwas, was seinen Wert zumindest in gewisser Art und Weise hält oder vielleicht auch über lange Sicht gesehen auch vielleicht auch steigert. Ja, was, wo ich weiß, hey, da ist irgendwie Geld in gewisser Art und Weise geparkt, aber trotzdem habe ich Spaß mit. Und das ist so für mich, glaube ich, so die, also für mich persönlich so die Kombination, die mir am meisten Spaß macht. Und ich hätte keine Lust, nur irgendwie Uhren im Safe liegen zu haben. Also für mich müssen die getragen werden. Aber wenn es auch mal bei dir dazu kommt, dass du sagst, hey, ich möchte irgendwie jetzt vielleicht meine Uhr verkaufen oder wie auch immer, dann lass uns gerne austauschen. Damit habe ich mich schon so ein bisschen beschäftigt in meinem Leben. Ja, das stimmt. Werde ich auf jeden Fall machen. Allgemein, also du bist ja jetzt schon deutlich länger im Game und ich bin ja, also ich an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit hier im Podcast, weil ich einfach merke ja, Paulina würde es wahrscheinlich bestätigen, dass sehr, sehr viel meiner Freizeit auf YouTube und auch auf Insta mit Uhren verbracht wird nebenher, ja, mit Videos schauen und sich darüber informieren und so weiter. Und ich muss halt wirklich sagen, in der kurzen Zeit, in der ich jetzt dabei bin, dieser gesamte Hype um diese Industrie, also das ist für mich der Wahnsinn. Also was auf Social Media passiert und auch was im Prinzip passiert mit Plattformen, die entstehen. Also angefangen von irgendwelchen kleineren Händlern, die aber smarte Moves machen mit gutem Content auf Instagram oder YouTube oder TikTok. Ja, das ist für mich super spannend. Ich meine, das ist auf der einen Seite Fluch, weil es das Ganze natürlich noch weiter befeuert, dass es noch schwieriger wird, an Uhren vielleicht ranzukommen. Gleichzeitig öffnet es aber auch so ein bisschen den Markt den Leuten, die vorher keinen Zugang dazu hatten. Also das ist so mein Feeling und das, was ich auch super spannend finde, weil es auch so international zusammenrückt, habe ich dann immer wieder das Gefühl. Also die Uhren-Community, so wie ich jetzt so langsam da reinrutsche, scheint mir dann doch auch eine relativ, ja, familiäre, kleinere Community zu sein. So, zumindest fühlt es sich bisher so an. Ich bin immer wieder bei den gleichen Profilen, bei den gleichen YouTubern, bei den gleichen spannenden Leuten, die über Uhren berichten. Und ich glaube, dass das so langsam wächst, aber irgendwie familiär ist. Kannst du das irgendwie so bestätigen oder ist es dann anders, wenn man noch tiefer drin ist? Ja, ja, also Man muss sagen, diese Uhren-Community auf Social Media, sei es jetzt, also im Moment natürlich vorwiegend Instagram, als ich damals angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, da waren Facebook-Gruppen noch so ein großes Ding. Ich glaube, das ist jetzt, also gibt es natürlich nach wie vor noch, aber das ist weniger geworden. Es hat sich sehr vieles auf Instagram verlagert in den letzten Jahren. Ich glaube, die ist schon stark gewachsen, diese Community. Man merkt auch, dass in den letzten 3-4 Jahren zunehmend mehr
Personen in dieses Hobby reinkommen. Also ich weiß noch, als ich angefangen hatte, mich mit Uhren zu beschäftigen, da war ich auch so im Freundeskreis oder so, da war das echt ein Nerd-Thema, weißt du, da haben mich Freunde von mir irgendwie schief angeschaut, als ich denen erzählt habe, hey, ich habe mir jetzt eine Uhr für 3000 Euro gekauft. Da hatte ich gesagt, bist du bescheuert, so viel Geld für eine Uhr? Ne? Guck mal hier, ich habe meine Apple Watch, die hat, was weiß ich, 400 Euro, 500 Euro gekostet und die hat auch viel mehr Funktionen und wunderbar und alles, ne? Und ich so, ja, aber hier Mechanik und Leidenschaft und so weiter, das konnte keiner verstehen, ne? Und heute haben wir auch ganz oft darüber gesprochen, auch hier im Uhrtalk, aber auch abseits dessen habe ich mit meiner Community immer wieder diese Gespräche. Heute ist es teilweise schon, keine Ahnung, die 16-Jährigen auf dem Schulhof tauschen sich dann schon über Uhren aus und sehr viel ist natürlich auch eben über Social Media getrieben, ja, weil dort dann halt die großen YouTuber halt das Thema irgendwie präsentieren, weil halt Personen wie zum Beispiel Marc Gebauer oder sowas, glaube ich, das auch gerade in der deutschen Community auch sehr bekannt gemacht haben, ja, sehr exzentrische Personen natürlich auch, ja, also sehr, sehr, sehr laut vielleicht auch, aber dadurch auch beigetragen haben, dieses Thema irgendwie in einer breiten Masse irgendwie zugänglich zu machen oder interessant zu machen. Und das nehme ich schon sehr stark wahr. Das heißt also, die ganze Community, die wächst, die wird natürlich größer. Nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Nischenthema, definitiv, ja. Und man stolpert immer wieder über die gleichen Personen und es gibt halt auch einige, die natürlich schon sehr, sehr lange da irgendwie da drin sind und sich schon lange mit diesem Hobby beschäftigen. Und ich erlebe schon, dass auch viele da sehr hilfsbereit sind. Also das ist was ich auch immer wieder schön finde. Also es gibt sehr, sehr viel Unterstützung innerhalb dieser Community. Ich habe da auch wirklich so ein paar Gruppen zum Beispiel, wo jetzt tagtäglich irgendwie zum Beispiel so Telegram-Gruppen oder so, die ja heutzutage so ein bisschen verrufen sind wegen diesen ganzen Attila Hildmanns und Co. dieser Welt. Aber da haben wir zum Beispiel so Uhrengruppen, wo wir uns austauschen und wo wir diskutieren und keine Ahnung, da ist sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft. Ne? Und jeder kennt sich mit irgendwas auch teilweise sehr, sehr gut aus. Das sind ja oftmals auch so Nischenthemen. Ne? Dann ist der eine ist der Experte im Bereich Seiko, der andere kennt sich mit Cartier aus, der letzte ist der Experte für irgendwelche Vintage-Rolex-Referenzen. Und irgendwie jeder trägt dazu bei, dass irgendwie dann auch da so ein Wissensaustausch stattfindet. Oder wenn man eine Frage hat, dann kann man die Leute ansprechen oder man schickt sich mal was zu und hey, willst du mal die Uhr sehen oder wie auch immer. Das ist schon cool, das macht schon unglaublich viel Spaß und das macht mir immer wieder Freude. Und ich erlebe es zum Beispiel jetzt auch hier durch diesen Podcast. Wir kriegen nach jeder Folge kriegen wir so viel positives Feedback, was ich immer wieder schön finde. Und schreiben halt uns Leute dann auf Instagram an und stellen uns Fragen oder sagen, hey, hab mir jetzt wieder das angehört. Und das ist schon cool. Und das sind viele Sachen, die, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mehr oder minder undenkbar waren. Ja, und so irgendwie nicht stattgefunden haben und das genieße ich sehr. Und da merke ich auch, da ist natürlich auch mittlerweile über Social Media unglaublich viel los. Trotzdem habe ich auch manchmal das Gefühl, dass dieses ganze Watch-Game in Social Media schon so ein bisschen übersättigt ist. Also gerade so Instagram, du hast gefühlt irgendwie hunderttausende Uhren-Accounts, irgendwie kommt der nächste Account, der jetzt irgendwie Wristshots raushaut oder täglich irgendwelche Uhrenbilder postet. Irgendwann mal ist es halt auch so ein bisschen, dass du denkst, okay, hast du schon mal irgendwie alles gesehen? Und nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, du musst aber da irgendwie aktiv sein. Auch gerade, wenn wir jetzt um das Thema Marken zum Beispiel auch mal sprechen. Ich glaube auch die müssen da aktiv sein und sich diese Communities aufbauen und mit diesen Menschen, die da draußen sind, die sich für Uhren begeistern, darüber in Kontakt treten und das auch ganz auf eine persönliche Art und Weise machen. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du das siehst. Ich meine, du kommst aus dieser Marketingwelt, du kennst dich da unglaublich gut aus, du kennst das Influencer-Business. Wie bewertest du das? Wie sollten sich Uhrenmarken aufstellen oder vielleicht auch größere Händler? Was müssen die machen, um Social Media aus deiner Sicht richtig zu nutzen? Also wenn man es sich mal so ein bisschen in Ebenen vorstellt, also wenn man jetzt überlegt, man könnte dich auch als Beispiel nehmen, als ich nenne dich jetzt einfach mal auf Instagram Uhren oder Watchfluencer und dann ist eine Ebene von Dealern. Ein ganz kleinen Stil aber nur. Ja, aber also du machst das schon echt gut. Aber ich komme gleich nochmal zurück, was du, so wie ich es einschätzen würde, wie man es vielleicht jetzt in 2021 am besten machen würde. Dann hat man die Ebene der Dealer oder Graumarkthändler, die natürlich nochmal auch viel von Personal Branding leben. Du hast jetzt den Marc Gebauer angesprochen, der das meiner Meinung nach halt wirklich sensationell macht in vielen Ebenen. Und dann hat man nochmal die Marken ganz, ganz oben, für die es natürlich sehr schwierig ist, wenn man jetzt eine Traditionsmarke ist, wie öffnet man sich dem Ganzen, wie viel kann man oder wie nahbar kann man sich nachmachen, sollte man sich machen, ohne dass vielleicht irgendwas am Image auch verloren geht und wie verändert man sich da. Und wenn man jetzt mal ganz unten anfängt, Thema, ja. In Anführungsstrichen, wenn man jetzt sagen würde, dein Account und auch vielleicht ganz, ganz viele Uhren-Accounts und selbst ich mit den ja noch gar nicht so vielen Postings in der Richtung, ist es wirklich nicht mehr so einfach,
sich von anderen dann zu unterscheiden und was bringt man dann eigentlich mit und was ist aus Marketing-Sicht vielleicht der richtige Weg. Und was ich merke ist, ganz klassisch bei Instagram Thema Reels natürlich, dass man sagt, Video-Content sowieso. Ja. Das ist so diese klassischen Wrist-Shots, die sind immer schön zum Angucken, aber du hast es ja im Prinzip schon erwähnt, die findet man en masse. Da sind so viele, es gibt so viele Inspirationsseiten, wo dann dein Uhrenshot 100 Mal geteilt wird, was sicherlich gut für die Reichweite ist, was aber im Endeffekt auch dafür sorgt, dass eine Explore-Page mehr oder weniger gleich aussieht, weil extremst viele Bilder von den gleichen Uhren, von den gleichen 4 bis 6 Herstellern im Prinzip immer zu sehen ist. Und ich glaube, das muss man aufbrechen. Und gerade als Personal Brand, du machst es beispielsweise mega gut. Also wenn du zeigst dich, du präsentierst auch ein Stück weit dich, was du auch machst und verbindest dann wieder das mit deiner Leidenschaft zu Uhren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich glaube, das muss man noch so ein bisschen rüberbringen, auch in den Inhalten, die man letztendlich postet. Und sich da dann vielleicht auch mal was Humorvolles ausdenken, was wirklich eine Community auch aktiviert, und dann ein bisschen weg davon zu gehen, von den super ästhetischen Shots, die, glaube ich, immer ihren Platz haben werden, weil wir sind einfach visuelle Liebhaber. Am Ende geht es darum, man will auch ein schönes Bild, kann man sich länger anschauen, aber Personality reinzubringen, ist, glaube ich, heutzutage das A und O. Und wenn man dann diese Ebene eben nach oben springt und sagt, gerade die irgendwie Graumarkt-Dealer und Leute, die sich irgendwie einen YouTube-Channel aufbauen und dann irgendwie auch als Käufer und Verkäufer auftreten, ja, die haben natürlich ein leichtes Spiel, weil die werden sehr, sehr schnell, wenn es funktioniert, das hängt natürlich auch immer von den einzelnen Personen ab, nicht jeder ist dafür geboren oder kann das auch so rüberbringen, aber die verbinden halt sehr, sehr gut dann diese Uhrenwelt mit der persönlichen Marke und dem Vertrauen, sich dann nur an diese Person zu wenden. Und man kennt sie aus den Videos als Beispiel, wenn wir jetzt wirklich auf die Social-Media-Welt gehen, weil wo findet Marketing in dem Bereich denn wirklich effektiv statt? Das ist Social Media. Andere Channel sind da, sage ich mal, für die breite Masse nicht so zugänglich. Und dann sind natürlich die Leute im Vorteil, die das eben so gekonnt machen, wie beispielsweise ein Marc Gebauer, der da für Deutschland und sogar im Englischen, ja, am Anfang beispielsweise bei ihm habe ich gedacht, so, warum macht er das jetzt Englisch? Das so wie ganz, ganz viele und das auch immer noch denken. Aber wenn man sich dann wieder so überlegt, okay, diese ganze Uhrenwelt ist dann doch nicht so riesig und sie ist vor allem ja auch mit internationaler Kaufkraft ausgestattet, wenn man das gekonnt macht und auch noch sympathisch rüberbringt, so, dann ist es auf jeden Fall ein Hook, der da sehr, sehr stark hilft. Und gerade dann auch Plattformen, wenn man jetzt irgendwie an Chrono24 denkt oder Chronex etc., ich glaube, die könnten sich da noch deutlich stärker in diese Richtung auch bewegen, um nahbarer zu sein, um Mehrwert auch noch anders zu liefern, um dadurch attraktiver zu werden als Go-To-Plattform, wenn ich etwas über Uhren wissen möchte oder und auch natürlich kaufen möchte. Beziehungsweise, das beschreibt es vielleicht ganz gut, eben nicht nur kaufen möchte, sondern auch wissen möchte. Und dieses Thema Wissen zu teilen, ja, sag gerne. Sorry. Ganz kurze Frage, meinst du, also so Händler oder jetzt auch Plattformen, wie du es jetzt genannt hast mit Chrono24 oder so, die bräuchten dann jetzt ähnlich, bräuchten dann so einen Marc Gebauer? Also jetzt nicht natürlich jetzt ihn, aber halt irgendwie eine Person, die quasi so diese Marke, den Händler, wie auch immer, repräsentiert und dann da irgendwie so es schafft, halt mit der Community so einen Connect herzustellen, so eine persönliche Verbindung herzustellen, dem man dann so ein bisschen folgt, wie man halt auch einem Influencer klassischerweise irgendwie folgt, wenn man sagt, hey, irgendwie finde ich das witzig oder interessant oder was auch immer, was der macht. Und ähnlich bräuchte ich dann halt so ein Gesicht für diesen Händler oder für die Plattform, wie auch immer, dem ich dann irgendwie so folge. Oder wie würdest du das machen? Also aus meiner Sicht ganz klares Ja. Das Problem ist natürlich immer, das passt nicht zu jedem Unternehmen, nicht zu jeder Unternehmensstruktur, nicht zu jeder Vision von einem Unternehmen, und ist auch nicht immer richtig umsetzbar, weil wo ich sagen würde, da sollte man vielleicht aufpassen, ist, wenn man wechselnde Gesichter dann da drin hat, was natürlich oft unweigerlich gar nicht geht, weil das, wenn ein Mitarbeiter die Videos macht für einen Kanal, den aufbaut und dann geht,
dann geht auch wirklich ein großes Asset weiter, weil die Personen verbinden dann ganz stark, wenn es funktioniert, die Person mit dem Unternehmen, aber auch mit dem, wofür der Channel steht und was die Person wirklich mitbringt, ja. Und ich glaube, da muss man eine Balance finden, die gar nicht so einfach ist. Und gerade für größere Unternehmen wird es schwieriger. Es ist immer schön, wenn Gründer sich zeigen, wenn Gründer die Story erzählen. Das ist natürlich immer so, sage ich mal, Klar, das mega. Ideale. Und das sieht man, glaube ich, beim Gründer von Chronex ganz, ganz gut. So der halt selbst auch versucht, nach außen zu tragen und auch immer wieder auch ja, Fokus auch mal auf sich zu nehmen als Person. Wenn man das schlau macht, wenn man das gut macht, dann glaube ich, hat das einen guten Wert, weil das gibt nicht nur Vertrauen, sondern das macht dann eine Unternehmung oder eine Plattform einfach nahbarer. Und ich glaube, das ist was, womit man sich dann identifiziert. Also ich könnte jetzt Parallelen ziehen zu anderen Plattformen, aber als Beispiel, wir verkaufen auf Amazon und das gesamte Amazon-Unternehmen ist für mich somit das unnahbarste Unternehmen, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und wenn man das dann wieder vergleicht mit dem Universum auf Instagram, also speziell auf Instagram bezogen. Der CEO von Instagram hat irgendwie eine Zeit lang, ich weiß gerade nicht, ob er es aktuell noch macht, aber Q&As gemacht in seinen Stories. Er war wirklich sehr aktiv, hat die Leute mitgenommen, wenn neue Funktionen gekommen sind und all diese Themen und hatte halt eben auch ein relevantes Following aufgebaut. Und ich glaube, dass sowas jetzt nicht nur auch in der Uhrenwelt, sondern man kann auch mal weiterdenken, denkt man mal irgendwie an selbst DAX 30 Unternehmen, wenn deren Unternehmenskommunikation von oben nahbarer auch von den CEOs und Vorständen wäre, dann glaube ich, hätte das wirklich dann wäre das ein großes Asset für die gesamte Unternehmung. Und ja, da ist es dann, denke ich mal, trotzdem schwierig, eine Balance zu finden, weil wie gesagt, es geht dann wirklich auch immer um Personal Branding und wenn es nicht immer die Startup-Story und die Gründer-Story ist, sondern vielleicht auch der Mitarbeiter, wenn der geht, dann geht auch ein großes Asset. Kann aber auch in der Zeit, wie es funktioniert hat, schon so viel im Aufbau gebracht haben, dass es dann weiter natürlich auch noch funktioniert. Oder man hat ein Team dafür mit wechselnden Gesichtern, die aber gut zusammen funktionieren. Und der CEO oder der Gründer ist mal wieder dabei. Und diesen Austausch, glaube ich, das fehlt vielen Plattformen und Unternehmen, um attraktiver vielleicht auch noch zu werden dann in der Social Media Welt. Sehr interessant, was du da sagst. Gibt ein paar schöne Beispiele in der Uhrenwelt, die aus meiner Sicht auch ganz gut funktionieren. Also auch ein paar Marken haben jetzt so dieses Thema, so wir haben so den CEO, der auch wirklich so nach außen tritt und die Marke dann auch in Social Media vertritt und als auch als Face für diese Marke dann steht. Haben Ich fand jetzt das jetzt mittlerweile ein bei paar Marken AP, ganz gut auch, sorry, finde wenn ich ich. reingrätsche, bei AP fand ich das jetzt gerade super spannend. Genau, Man kann zum ihn jetzt Beispiel. mögen oder nicht, ja, aber irgendwie ist er ein Charakter und das strahlt auf die Marke ab. Und wenn das funktioniert, dann glaube ich, dann stärkt das die Marke. Dann macht das was mit den Enthusiasten, mit den Leuten, die sich für die Brand interessieren und dann macht das ganz viel mit den Menschen. Ja, definitiv, genau. Du hast jetzt von François-Henri Benamias Ja. gesprochen, der CEO von AP, der jetzt zuletzt zum Beispiel an diversen so Livestreams und sowas dann auch neue Uhren und sowas vorgestellt hatte und der da so ein bisschen nach außen tritt. Ich weiß zum Beispiel, der Georges Kern, der CEO von Breitling, macht das auch sehr aktiv. Der hat zum Beispiel anfangs auch in einer sehr großen Breitling-Facebook-Gruppe angefangen, sich mit der Community zu connecten, macht es jetzt sehr aktiv auch über Instagram und teilt dann zum Beispiel auch im Vorfeld schon immer, wenn da irgendwie ein neues Release kommt oder so, teilt der das teilweise schon ein paar Stunden vor der offiziellen Vorstellung und sowas. Also so, auch so Sachen, wo ich sage, hey, das ist irgendwie cool, da hast du das Gefühl, wenn ich mit dem connected bin darüber, dann kriege ich irgendwie plötzlich auch so Insights direkt vom CEO halt, ne? Also Richtig. natürlich ist das Teil der Unternehmenskommunikation, ist vollkommen klar. Trotzdem ist es halt irgendwie so, denkst du, wow, cool, ja. Oder zum Beispiel auch ein richtig kleines Highlight, was ich hatte, Chris Granger Herr, das ist der CEO von IWC. Wir hatten letztens eine Clubhouse-Runde mal gehabt und haben Ach, da cool. über Uhren diskutiert oder sowas und plötzlich sehe ich so, der wählt sich, kommt dann in diesen Talk rein und ich so, wow, okay. Und dann plötzlich kam er auf die Bühne und hat dann von sich aus so drüber gesprochen, wie er so die Veränderungen der Uhrenwelt in den letzten 10 Jahren gesehen hat und sowas und ist zum Beispiel auch auf Social Media, auf Instagram auch sehr aktiv. Und das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das ist richtig cool, weißt du, und da schaffst du es dann auch irgendwie, die Community für dich abzuholen. Ob du die Uhren jetzt magst oder nicht, das ist immer Geschmackssache. Aber irgendwie muss ich sagen,
finde das dann gut, was Breitling da macht, oder ich finde es gut, was IWC macht, oder ich finde auch, fand auch zuletzt das eigentlich auch cool, was AP gemacht hat, auch wenn ich jetzt mit der Marke gerade so ein bisschen struggle, aber sei es drum, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Hättest du sonst noch einen Tipp für Marken, weil du hast es ja vorhin auch so von diesem Dreigespann quasi gesprochen, oder von diesen drei Ebenen, wo du sagst, dass du hast irgendwie so diese, vielleicht die Influencer, wie auch immer man sie dann betiteln möchte, dann hast du so Händler, die da so dazwischen sind, und dann hast du wirklich die Marken. Hast du für die noch irgendwas, wo du sagst, hey, auf das sollte man irgendwie achten, oder was dir auffällt, was machen manche Marken vielleicht besonders gut, was würdest du sagen, sollte man vermeiden? Keine Ahnung. Was mir auffällt, ist, dass selbst sehr gestandene Marken im Bereich Influencer-Marketing dann oft immer wieder Fehler machen, die ich dann nicht nachvollziehen kann. Also man sieht es oft, also egal, ob das jetzt Takoya ist oder auch Breitling. Breitling macht es aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bei Takoya ist es mir mal schon aufgefallen, wie quasi Kampagnen strukturiert werden mit Influencern gemeinsam und dass es dann irgendwie einen positiven Effekt für die Marke hat. Und ich glaube, da ist beispielsweise noch großer Nachholbedarf. Also ich habe oft das Gefühl, wenn man es jetzt auf diese erste Ebene mit Influencern runterbricht, dass oft von der Markenseite noch nicht verstanden wird, dass das Ganze, und dann sind wir wieder bei den Zahnrädchen, ineinander greifen sollte. Und dass beispielsweise der Launch von einer neuen Uhr, dass der, wenn der geknüpft ist an die normale Kampagne, die man vielleicht auch im Fernsehen sieht und die wiederum vielleicht an große Sportevents geknüpft ist, wenn die an die Influencer geknüpft ist, dann sollte man da auch Raum geben. Also ich sehe dann oft so gezwungene Umsetzungen und Texte von Kooperationen von Influencern, weil das in dieser klassischen Welt dann schon sehr getrieben davon ist, was gibt die Marke für ein Briefing vor, was erwartet die Marke, wie soll es umgesetzt sein? Und da wird manchmal, glaube ich, noch so dieses Thema Influencer-Marketing, also das Marketing des Influencers letztendlich falsch verstanden und zu sehr in eine Richtung gepresst. Und ich glaube, das braucht man dann gar nicht. Wichtiger ist, dass man diese verschiedenen Ebenen, die man hat auf Social Media, um eben ja eine große Welle auch zu erzeugen für sich, zusammenspielt und dass das dann gut passt, dass die Auswahl der Influencer gut ist und die Qualität der Influencer passt, ja, aber dass man dann nicht zu stark zu viel vorgibt, weil es letztendlich dann auch die Meinung verfälschen kann. Und ich glaube, da leidet dann die Authentizität, statt dass sie irgendwie gefördert wird von manchen Marken. Und dann gibt's wieder super Beispiele. Du kennst bestimmt auch Paul Ripke, hat jetzt für IWC echt ein Hammer-Video gemacht, was aber nahbarer ist als die klassische Werbung, die man vielleicht erwartet und die auch von IWC dann gepostet wurde und von ihm gepusht wird. Und das ist dann wieder so ein Beispiel, wo ich sage, ey, da hat das richtig gut funktioniert. Und ich glaube, in so eine Richtung sollte es dann gehen, wo man dann auch den Creatern ein bisschen mehr Freiraum gibt, sich mit der Marke auseinanderzusetzen und das Ganze dann auch ein Stück weit so umzusetzen, wie es dann auch der Kreativität des einzelnen Influencers so ein bisschen entspringt. Ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Marken immer noch machen. Ja, ich glaube, mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing, ich habe die Wahrnehmung, dass da die Uhrenbranche noch so ein bisschen rückschrittlich ist. Also ich glaube, man tastet sich da, man ist immer noch in diesem Modus, dass man sich da herantastet. Ich glaube, das hat sehr lange gedauert, bis man das wirklich so bewusst für sich irgendwie als Möglichkeit erkannt hat. Und ich glaube, es gibt viele Marken, die hier noch sehr, sehr viel Potenzial auf der Strecke liegen lassen. Und ich kann es einfach mal so von meiner Warte aus so ein bisschen auch erzählen, weil ich auch mit vielen Marken auch in Kontakt stehe oder auch schon mit einigen Marken auch wirklich proaktiv angesprochen habe und gesagt habe, hey, pass auf, ich sehe da irgendwie Potenzial und wir könnten vielleicht auch mal dieses oder jenes zusammen machen. Und du dann zum Teil dann wirklich noch so auf taube Ohren stößt. Ja. Oder, und das ist dann halt auch mal das andere, dass es dann sehr schnell mit einfach nur PR-Pressearbeit verwechselt wird, ja, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber dann landest du dann irgendwie bei dem Ansprechpartner, der normalerweise halt die Journalisten brieft, ja, und dann schicken sie dir halt dann irgendwie ein Pressemodell raus und sagt, hier, du kannst ja mal ein Bild von machen und das ist hier übrigens das offizielle Briefing dazu und sowas. So, ja, okay, gut, aber das ist nicht das, was ich jetzt unter einer Influencer-Marketing-Kampagne verstehe halt, ne, also das ist, glaube ich, auch noch was anderes, ne, und du kannst ja, glaube ich, ganz gezielt irgendwie, wenn ihr gemeinsam euch Ziele setzt und definiert und sagt, hey, über diesen Zeitraum machen wir dieses und jenes und das sind vielleicht die Messages und was hältst du und guck mal,
ne, und so weiter. Glaube ich, da kann man richtig coole Sachen zusammen entwickeln. Und ich glaube, dieses Potenzial wird nur sehr viel liegen gelassen. Extrem, und, extrem. Also ich kann dir da, ein Beispiel habe ich im Kopf aus meinen Jobs. Ja. Ich war Teil von einer globalen Kampagne von Davidoff. Ich glaube, jeder kennt irgendwie Cool Water, den Duft. Ich liebe nämlich auch Fragrances, Parfüme und für mich war das damals dann schon auch so eine meiner größten Kooperationen in Costa Rica mit einem super spannenden Team von verschiedensten Influencern aus der ganzen Welt, spannenden Fotografen zusammengewürfelt und der Brand und dem Marketingdirektor gemeinsam quasi in 10 Tagen ganz, ganz viel Content in die verschiedensten Richtungen mit tollen Programmpunkten zu kreieren. Und somit dann die globale Kampagne von dem Duftlaunch quasi dann zu begleiten. Und ich glaube, da kann man noch so viel machen. Wenn man verschiedene Creator aus verschiedenen Bereichen, ein paar YouTuber, ein paar die totalen Watch-Nerds, der vielleicht eher so der klassische Lifestyle-Influencer, so wie ich jetzt in Anführungsstrichen, ja, wenn man die zusammenwirft, mit der Brand gemeinsam, mit einem Ziel, der sich irgendwie rund um, wir sind ja jetzt auch Watches and Wonders, alles digital, aktuell zumindest, wenn man diese Bausteine besser noch zusammenfügen würde, ich glaube, das hätte extremes Potenzial, für die Brands nochmal sich weiter zu öffnen, eine bessere Strahlkraft zu haben, auch um neue Gesichter auch für die Marke zu gewinnen. Und ich glaube, da könnte noch so viel mehr gehen, ganz klar. Jetzt persönliche Frage an dich. Wirst du auch zukünftig noch mehr in diese vielleicht Watchfluencer-Richtung gehen? Wirst du vielleicht auch versuchen, noch mehr irgendwie, keine Ahnung, Kooperationen irgendwie in diese Richtung zu haben? Ich glaube, du hast auch aktuell da was ja irgendwie am Laufen, wenn ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Ja, also tatsächlich, seitdem ich mich auch so ein bisschen überwunden habe, dass ich in den Storys jetzt angefangen, dann doch auch mal das ein oder andere Posting. Und ich einfach sagen muss, es gibt so ein paar Leidenschaften in meiner Freizeit. Und da wird Uhren nie wieder wegzudenken sein, werde ich das definitiv weiter auch forcieren, Fuß zu fassen und mehr zu teilen. Vielleicht aus einer anderen Perspektive, aber vielleicht hilft es ja auch nochmal so ein bisschen, nochmal was Neues auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube auf jeden Fall, also ich habe jetzt eine Kooperation mit Bulgari und der neuen Aluminium und das war für mich jetzt auch so der erste Schritt zu sagen, ey, Wahnsinn, auch das funktioniert so ein bisschen, wenn ich in diese Richtung gehe und wird dann vielleicht auch belohnt, dass ich da in Anführungsstrichen mutig war, mich dem auch mal noch weiter zu öffnen oder beziehungsweise mehr zu zeigen. Deswegen, ich hoffe, es ist erst der Anfang und ich hoffe, da kommt noch einiges mehr. Super. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch auch zu dieser Kooperation. Ich persönlich mag Bulgari unglaublich gerne. Ich finde, die machen tolle Uhren. Schätze die Marke ungemein und finde ich eine mega, mega Partner da einfach. Also da herzlichen Glückwunsch zu. Und ich hoffe sehr, dass dann von dir auch zukünftig noch mehr Uhren-Content kommt. Würde mich natürlich sehr freuen. Wir reden jetzt schon fast 2 Stunden. Also es war gar nicht so lange geplant. Wir hatten im Briefing vorher gesagt, naja, so 1 Stunde bis 1,5. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen und ich fand das richtig interessant, mich mit dir auszutauschen. Ich hätte jetzt noch Themen hier auf meiner Liste. Wir könnten locker noch eine weitere Stunde. Vielleicht können wir es auch noch mal ein anderes Mal fortsetzen. Aber ich würde jetzt dich gerne auch in deinen wohlverdienten Feierabend schicken. Und du hast ja auch gesagt, du möchtest gleich noch ein bisschen Sport machen. Insofern würde ich sagen, lass uns das Ganze hier langsam zu Ende bringen. Mich hat es ungemein gefreut, dass du heute dabei warst. Ich fand, es waren jetzt unglaublich viele spannende Insights und ich fand es sehr interessant, was du zu diesem ganzen Thema Fashion, aber jetzt auch zu dem ganzen Marketing-Thema hier irgendwie beigesteuert hast. Und mich hat es auch vor allem interessiert, auch mal deine persönliche Geschichte auch mitzubekommen. Und auch das ist, glaube ich, was auch mal für den einen oder anderen Hörer sicherlich irgendwie interessant ist, um einfach zu sehen, okay, hey, wie kommt jemand irgendwie an diesen Punkt? Und wie hat sich das dann alles gefügt? Ich finde sowas auch mal so ein bisschen inspirierend, muss ich auch persönlich sagen. Also mich interessiert sowas. Insofern vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights, die du hier geteilt hast. Ich fand es cool, dass du dabei warst. Ich sage von meiner Seite aus Dankeschön auch an die Zuhörer, dass ihr da dran geblieben seid. Und das letzte Wort, Philipp, geht an dich. Und danke dir nochmal.
Den Dank kann ich gerne zurückgeben. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielleicht kann man es ja wirklich nochmal an anderer Stelle fortführen. Und falls einer der Zuhörer vielleicht nochmal irgendwie Fragen hat an mich oder so, dann kann man mich jederzeit gerne kontaktieren. Ich bin da sehr, sehr offen über DM etc. Wie erreicht man dich da? Über @philippdemel auf Instagram mir einfach schreiben. Manchmal Ja. dauert es ein bisschen länger, aber ich bin da wirklich hinterher. Ich versuche jedem zu antworten. Und da entstehen auch immer so spannende Dinge, so wie jetzt auch. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich auch mal jetzt in die Nische Uhren-Podcast und Uhrenwelt noch mal ein bisschen weiter reinschnuppern kann, weil es macht mir ungemein viel Spaß und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Alles klar, Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.